So, die Spannung steigt. Schauen wir mal, was heute wieder nicht geht. Oh, der Timmy Boy. Dann waren wir synchron, Timmy Boy. Synchron. Aber es wird ja nicht angezeigt. Das sagt mir erst, das sagt. Ich glaube, die ersten 15 Sekunden. Ja, das was ist denn jetzt schon wieder? Kruzifix nochmal. Ihr seid Lohndüten-Montag. Persönlicher Onkel Werner ist. Ah! Nach Jahren ich höre mich nicht mehr selber. Haben gefunden, der Name ist. Warum höre ich mich nicht selber? Aber der laute Hallo, Wissen Zeit wird's. Kruzifix nochmal. Ich käme mich schon wieder ganz stecke nicht aus. Ich muss mir gleich schon mal angucken, wir haben letzte Woche diesen Scheiß da. Was ist denn? Nein! Stopp, Schluss, Timmy Boy, grüßt dich daheim, Chef, was ich wieder zu den Onkel Werner in den Jahren suche, aber ich wurde mit deinem Namen, wenn es mir nicht kann, ja, natürlich ist das Sprengi. Scheiße, der Sprengi, wir sind mal aufgeflogen. Ja, ist ja gut! Was ich? Ich bin keine 5 Sekunden nicht da! Grumminal, Hackel, gibt's eigentlich schon Hackelzement, keine Ahnung. Aber wenn nicht, da gibt's es aber heute. Ja, ist ja gut! Stefan, mir ist wieder ein Resub, 273,75 Wochen oder 1916,25 Tage oder 45.999,998 Stunden. Stefan, du bist den ganzen Nachmittag wieder gesessen und hast der Excel-Listen gebastelt, ich weiß genau, wie es ist. Franz, mir ist wieder ein Resub, Ketten und Kuss auf die Nuss, lass dir halbe Schmicke, ich hab dich schon gelesen. Mr. Breeper. Egal. Der wird's noch mal haben, die Ehe sagen, bevor überhaupt irgendwas los ist. Tami, Dankeschön, so. Echo wo? Bürger hört sich nicht selber. Wieso? Ich hör mich. Was? Achso. Und du hörst sofort auf der Stelle auf. Du hast mir mal gesagt. Habe der Chef Raute Spenden auf. Na, kein Nix-Aufruf! Du hast einmal zu mir gesagt, es ist finanziell nicht so easy. Und dann wirfst du jetzt mit. Nein. Just don't. Mein Maika Sepp, weder einen Aufruf noch irgendwas. Stop it. Right now. Ich hab noch nicht einmal Habitiere gesagt. Alle, die jetzt umeinander geschissen haben, ja, alles Popo-Männer. Ne? Bis zum Löwensee. Popo-Mann. So. Habitiere alles fit im Schritt. Es fucking schönes Stream, Osterbier. In der letzten Zeit gibt's aber fein Osterbier. Aber ne. Ah, wer war das? Der Franzl schon. Schneider der Duke war das. Der wieder angezeigt wird. Hat sich wieder aufgehakt. Servus und eine schöne Woche. Die wünsche ich auch. So, jetzt aber! Habi! Ja, jetzt hab ich drin verkehrt am Boden. Darauf ein geflecktes Hashtag Leerzeichen. Grüezi fix, ich hab noch kein Wort nicht gesagt. Die Liste ist schon wieder so lang, dass ich einen Maika schon wieder nicht mehr sehe. Der war gerade dran. What? Sessel, Sepp, hau drin. Ich feier mich. Ja, das ist wenigstens einer. Franzl, mir ist wieder ein Resub. Fox, mir ist wieder ein Resub. Leute, jetzt chillt die Kniescheibe. Ich muss jetzt mal in den Haufen reißen, sonst ist es wieder eine Achterbahn hier. Habe die Ehre an den Klinker, an den Mein Maika, an den Christian, an den Wudenbeef, an den Opa. Der Tobi. Was wir schon lange nicht mehr da haben. Oder ist der Sprengi letztes Mal drauf hingewiesen? No? Jetzt müsst ihr schnell leise sein. Nein, jetzt müsst ihr schnell leise sein. Wo ist denn? Ob ich überhaupt die Nummer? Ich hab genau zwei Nummern in dem Handy eingespeichert. Eine ist meine eigene. Die andere ist Bürgerin. Schluss jetzt! Hör mich, Hagel! Der Tobi ist jetzt Mitglied geworden. Das müssen wir jetzt am Vorstand mitteilen. Das haben wir schon lange nicht mehr getan. Ich weiß überhaupt nicht, wie der aktuelle Stand ist. So. Was? Die ersten Worte meines Sohnes. Oh. What? Wo warst du die letzten 20 Jahre? Warte. Psst. Jetzt sieht er was. Du kannst! Was ist das? Vorstand geworden! Der hat mich einfach weggedruckt! Vorstand! Schreib mal einen Tobi 2! Kruzifix! Der so, Beiner und ich hoffe, der Start in der Woche hat passt. Witz: Mei Familie ist für mich wie a Schatz. Ma braucht a Schaufel und a Korten, das ma's find. Was? Was ist denn halt? Was ist denn heute? Wer war denn das jetzt? Der Austrian! Wieso wird der nicht angezeigt? Der wird immer angezeigt! Austrian, Dankeschön! Rest, Dankeschön! Mein Maika, merci dir! Schmitti, merci! Mariolent, merci dir! Weißt du, meinen letzten Witz nicht kapiert, du hast hier nur einen. Die ersten Worte meines Schatzes, wo warst du die letzten 20 Jahre?
Na Moment, mit die ersten Worte meines Sohnes. Entschuldigung, was habe ich jetzt mit Schatz gehabt? Was labert ihr? Was labert ich? Keine Ahnung, was für ein Jahr ist heute? Warum flackert mein Monitor? Was ist denn heute? Leute, jetzt kommen wir mal rüber. Was ist denn mit euch? Die ersten Worte meines Sohnes, wo warst du denn letzten 20 Jahre? Rothändler, schau. Alter, jetzt schillt die Kniescheibe wieder, weil jetzt wird's schon wieder, jetzt haben wir schon wieder grenzwertig, was weiß ich wo. Was ist zur Hölle? RRRRRRRT Karibik Urlaub vorbei und dann ab IND noch Schicht GRUXEFIX. Tschüss, aufs Geld! Im März in Karibik verlieren, die sagt aber mir auch, dass du dein Geld scheiße daheim hast, da habe ich kein schlechtes Gewissen. Leute, danke schön. Der Vorstand ist nicht da, der Vorstand hat frei. Weiß ich nicht, schimpft zu meinem Vorstand im Chat, vielleicht schaut es zu. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich komme überhaupt nicht klar. Austrian, vielen lieben Dank. Löwenzeit, merci wieder ein Euro. Habe ich da Spendenaufruf gehört? Der Vinti Breit ist, merci wieder ein Resub. Stoshi, merci wieder ein Resub. Underdog, merci wieder nix. Nein, Cybergamer, das ist zu viel. Du weißt es, der AG. Ich probiere es nochmal. Neue Mitglieder ab in den Chat. Ja, AG, Mr. 1000, sofort nochmal. Achtung, Lautsprecher. Ich probier's nochmal. Was? Da muss man reden wie die jungen Leute. So. Jetzt hört's doch mal auf! Seid doch mal leise! Psst. Warte. Ihr Gesprächspartner ist. Ihr kennt den Schmieper Armani! Das ist ein guter. Der Vorstand ist gefeuert! Schluss mit der Vorstandscheiße! Alle 5 Minuten Diäten erhöhen! Ja, ja! Und dann in das Telefon. Jetzt sagt man doch Diäten beim Vorstand. Ich hab keine Ahnung, was da mir wurscht. Leute, was ist denn da? Kriegen wir es jetzt wieder zusammen, ja? Hammers, wer ist der Schleinkofer? Ich käme nicht aus. Okay, welcome to the squad. Gibt's eine mehrfache Privatröte für alle Anwesenden? So, das war gar nicht so schlecht. Sag's selber, was ist. Mia, merci für den Resub. Mike, merci für den Resub. Wer ist jetzt da? Ich käme nicht aus. Franz, Spenner. Schleinkofer, merci dir, Schleinkofer. Nochmal in einer Kleinstadt in Alabama. Ein Schwarzer liegt tot auf der Straße von 40 Kugeln durchlöchert. Der Sheriff steht daneben und sagt, oh verdammt, so einen furchtbaren Selbstmord habe ich noch nie gesehen. So, komm mal. Warte jetzt. Hashtag Spendenaufruf. Ich weiß nicht, woher das heute kommt. Ich weiß nicht, was heute ist. Es ist weder Monatsanfang, noch konkret Monatsmitte, noch Monatsende, noch irgendwas. Ich weiß nicht, wer am 11. März seine Lohndüten kriegt. Ich weiß nicht, was das soll. Ist jetzt auch nicht so, als wäre es das erste Mal. Ich weiß das, aber... Löwensepp, merci dir. Sonntag, Mutter und Tochter aus Berlin und halten sich in Bayern nach einem Feuerwehrball. Was ist denn? Es ist Monatsdrittel. Ja, das ist einmal ein Grund, um da, nimm 50G, da 50G. Haben wir es ja. Schäkel, Motherfucker. Was sagt schon die längere der Mitgliedschaft auf? Ich hab dich schon abonniert, da hast du gar keine Mitgliedschaften gegeben. Ich freu mich auf den Stream. LG aus die Nächste. Ich bist Buddy. Ich hab dich schon mit Geld zugeschissen. Du hast überhaupt keinen YouTube-Kanal gehabt. Ja, nein, das ist ein Arschloch! Leute, danke schön. Sonntag, Ruhetag nochmal. Was ist das? Kruzifix. Warum müssen denn alle auch über 5 Euro sein, damit es an jeden Scheißdreck vorlässt? Da, Schuhe wieder. Und auf ein schönes Doch, das ist. Kurz und knapp! Da, gib den fetten Trottel, gib ihm das Geld gleich, keine Witze, halt die Schnauze, Mr. Bär. Wir müssen nochmal probieren. Jetzt dein Mitglied wird heute angerufen, ist mir wurscht, bis ihr scheiß Handy ausschaltet. Ich probier's nochmal. Jetzt endlich ohne. Ansonsten ruf ich die Mama. So, wie es ist, dann ruf ich den Vorstand vom Vorstand an. Geht's ohne! Vorstand! Ihr Gesprächspartner ist nicht erreichbar. Dein Kontoauszug ist nächste Woche nicht erreichbar! Leute, im Ernst jetzt, Dankeschön, es ist ziemlich, hören wir jetzt sofort auf mit dir, Kacke, weil heute haben wir instant nach 5 Minuten sofort wieder an der, es ist nicht ganz, was zur Hölle ist happening, Grenze. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich krieg einen Vogel. Lorenz, merci dir, Chewie, merci dir, Bear, welcome to the squad, da hast du merci für dein Drilling 82, ich weiß nicht, wie der Betrag zustande kommt, aber wer schon seinen Sinn haben. Keine Ahnung, klein Fatzer, merci für dein Resub, wer ist droht, der Longleg Schul, merci dir, was? Ich hab's meine Oawitz-Kollegen watzelt und jetzt sog i dir mal was. Okay. Hustquist, dass der Orca der natürliche Feind vom Elch,
Hecht ist nein. Hausaufgabe bis mit. Bis Mittwoch weißt warum. Hashtag Leerzeichen Bible Thump. Spenden. Ork und du Elch. Duai mit Isge Chloa Grioas aus Österreichsi. Aus Österreichsi. ich bitte um einen Herzhals-Spam für Österreichsi. Unsere Lieblingslaubern aus Österreichsi. Ihr Vollidioten! Hört sie jetzt auf! Das ist ja eine Rendier. Der Vorstand wo? Der Vorstand hat ja, kündigt. Keine Ahnung. Was mit dem Geld aus dem Staub gemacht wahrscheinlich. Vorstand keine Ahnung. Schade, es hat schon mal besser hingekannt, dass so eine Gene eine Scheiße labert. Melli, danke schön! Ich tue doch noch gar nichts! Ich bin doch nicht mehr dazu gekommen, jetzt ist 10 nach, so der letzte ist der Steve-O. Sag ich dir, es ist der Kowalski. Ich probier's nochmal. Ich ruf so lange an, bis Sonne geht. Lustig war jetzt, weißt du, was lustig ist? Ich hatte irgendwann einmal ihr Handynummer geändert. Das kann durchaus die alte sein, vielleicht eine fremde Person habe ich. Dann frage ich, sind Sie bereit für ein Bewerbungsgespräch zum Vollbissquad-Vorstand? Ich probier's nochmal, die war. Was ist denn was los? Was tust du da? Ist du da? Ist du deine? Moment, ist du Chips? Was tust du? Mit einem LCD Hallo! Entgegenkommt und du denkst, du hast doch denselben, dann aber erleichtert feststellst, schau mal, wie lange es das dauert. Wenn der Stream vorbei ist, komme ich vier hier, aber blunt zu die alte. Ja, ja. Das ist gut, hallo? Was ist jetzt sag ich was! Jetzt, wir waren der letzte, ich glaube der Kowalski. Der Kowalski ist jetzt Mitglied, kannst denn du bitte in zwei schreien, dann kannst du da weiter chipseln. Drölf! Drölf. Ja, kannst du mir scheiße im Drölf. Du bist so behindert, Alter. Ich flippe aus mit dir. Okay, tschüss! Was ist denn mit der Räume? Hockst da und frisst Chips? Kriegen Vogel. Das ist ja, sie frisst Chips. Ich weiß, sie hat sich ein Paletten-Lays bestellt. So, ja, so ganze Schachtel, da weiß ich nicht, 20 Tüten drin. Hockt sie jeden Tag vorn. Und frisst das Mikrofon ein. So, haben wir's jetzt! Kuss auf die Nuss, Austrian Loki, merci für deinen Resub und jetzt machen wir sofort den Ton aus und fangen wir es später, weil es flippe aus. Vielen lieben Dank, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, was da heute los ist. Mr. Ando, merci dir. Der sagt, sechs Wochen, kleine Ando, schaut das erste Mal mit. Mr. Ando! Damit er gleich weiß, was geschlagen wird auf dem Planeten. Ha? Damit er weiß, was guter Qualitätscontent ist. Fettsack! 10 Minuten dabei zuschauen, wie irgendwelche Leute im Internet dem Fettsack das Geld scheißen. Und selbst 7 Jahre später verstehe ich es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von ganzem Herzen Dankeschön. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen surreal, was da passiert. Da waren aber 50er dabei, die ich nicht ordentlich gehuldigt habe. Kuss auf die Nuss, Leute. Dankeschön. Hubi, merci, Breitis, merci, Austin, Luki, merci, Bastelwastel, merci, Wulfric, Steve-O, die Vasen sind auch da. Schöne Grüße zu euch nach Hause. An die Melli, an den Löwen, an den und alle anderen, die jetzt da. Der Don Promillo ist auch neu, aber da habe ich es probiert anzurufen. Irgendwann ist es so nicht gegangen. So, hört ihr den Sound im Hintergrund. Wir haben uns heute hier versammelt, um Creepy Tale 2 fertig zu spielen. Da kommt gleich mal irgendjemand Komplettlösung aufmachen, weil ich stehe mich halt, glaube ich, an mit Kuh beim Scheißen. Wie steht es in der Kuh beim Scheißen eigentlich? Oh, die steht einfach bloß da und scheißt, oder? Kann eigentlich nichts verkehrt machen, wenn du mich fragst. Ja, ist so wisst. Schau, schalt mal um und jetzt halt dein Maul, Fettsack. Hey, ich muss es später übrigens noch eingeben, weil sonst haben wir einen. Was ist schon? Hoppla, so, jetzt, so, da sind wir. So, Gamepad ist am Start. Und ich muss mir gleich mal angewöhnen, dass wir das scheiß Mikrofon wieder ein bisschen weiter weg hat. Von mir, wir haben den Blobschutz da oben gerissen. Das bin ich gewohnt. Da bin ich gewohnt! So. Ein kleiner Merci. Mr. Cybergamer, scheiß aufs Geld der Bürger braucht, bevor das Finanzamt wegschnappt. Geldkoch, weißt du eigentlich, was ein Mathelehrer nach seinem Tod denkt? Damit habe ich nicht geredet. Oh Gott! Oh Gott! Wie viele schlechte Witze habe ich ihn heute nicht gelesen? Sag's ihm! Cybergamer, merci dir. Ich hoffe, der Urlaub war geil. Der Matthew, lass knacken, du fetter Uhu! Was soll ich nicht knacken lassen von lauter Fetten? Lass schwabbeln, du fetter Uhu, jetzt weißt du sollen. So, jetzt halt dein Maul spielen! Ja, um Gottes Willen. Jetzt warte mal. Wo waren wir da das letzte Mal? Kapitel 2, Schritt ins Ungewisse. Jetzt warte mal, da waren wir doch auch schon. Ah, ist das? Wir haben die Hex haben wir fertig gemacht, das weiß ich noch. Cybergamer, merci dir, Schluss jetzt mit der Scheiße. Und Mr. Matthew ebenfalls. Hashtag knuspriger Vorstand. Ist laut, spät zu hell. Ah, spät zu hell, da müssen wir nochmal zurück.
Ich hab mir's aber auch gerade gedacht, das war letztes Mal nicht so beschissen laut. Ja, wenn wir dann wieder in-game sind, dann schmatzen sie wieder so leise, dass wir nichts hören. Ja gut, das werden wir dann schon rausfinden. Sprache Deutsche, das ist wichtig. So, spielen mit dem wir da einfach weiter und schauen, was passiert. So, schauen wir aus. Die ist gut. Wie ist der Background-Sound? Die ist gut. Okay, so viele Leute schauen laut. Wer hat da negativ geliked? Ihr seht überhaupt keine negativen Likes. Und diese komischen Apps, die euch vorgaukeln, wie viele negative Likes ein Video hat, die stimmen übrigens nicht. Lasst euch das gesagt sein. Von einem YouTube-Profi. Ja, so, da sind wir nun in einem finsteren Wald. Waren wir da nicht schon? Ich hab keine Ahnung. Ja, jetzt schauen wir mal, bis wir die nicht. Da waren wir doch schon. Alter, wenn wir jetzt die scheiß Hexenscheiße da nochmal spielen müssen, dann scheiße ich verher. Das ist. Nein, da waren wir noch nicht. Wer grunzt da? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für uns. So, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen runterkommen. Ist das unsere Schwester oder war das die B? Ich hab überhaupt nichts da. Ich hab noch nichts da. Was tut denn der? Der greift da im Loch am Hand. Und warum? Was wohnt da in dem Loch? Da? Oder greift er eigentlich? Was wohnt da drin? Schaut ein bisschen aus wie eine Spinne. Oder was ist denn das? Wieso hat denn die Spinne ein Vordach? Kann man das etwas sagen? Wie hat die denn das gebaut? Da kann man drücken. With the monster is on the hand. The poor animal hid in this hole. I should help it. Wer sagt, dass es ein poor animal ist? Wer sagt, dass uns das nicht essen will? Okay. Machen wir es übrigens wieder so. Wenn wir mir. Oh, da haben wir ein Messer, das haben wir gleich schon mit da. So, ihr könnt den Inventar-Check, wir haben einen Beutel. Der König bat mich, die Prinzessin zu retten und gab mir ein Bleistiftporträt von ihr. Ja, das ist die kleine Prinzessin, die so das da unten. Und da haben wir. Knife cut from bone. Ein aus Knochen geschnitztes Messer. Sehr gut, so. The girl is standing right in front of the ladder. Okay, da können wir natürlich nicht runtergehen, das macht natürlich Sinn. So, ich werde das übrigens jetzt mal wieder wegdrücken, wir werden ausschmerzen lassen. Müsst ihr dann einmal schnell. Nein, da hat es einen Hauptmeister! Habe ich gerade den Falschparker abgezogen? Dann nimm ich es natürlich gern, der hat es verdient. Ah, jeder Falschparker sofort. Hast du schon richtig ausgemessen und so, dass er schon. Sonst hättest du mir nur 10 Euro mehr. Merci dir. Da hätten wir eigentlich ein Reaction-Video draus machen können. So wie der was ist, den habe ich vor 3 Wochen schon ins Discord gepostet. Habe ich nicht erahnen können, dass er 2 Wochen später in allen Medien ist, der Typ. Eigentlich hätte ich es schon erahnen können. Ja, ist ja wurscht. Über den Anzeigen Hauptmeister unterhalten wir uns später. So, Schwammerl! Das war überhaupt kein Schwammerl, das war doof. Was ist ein großer. Large Clayjack. Clayjack? Das habe ich auch nicht gewusst, dass Clayjack Tonkrug heißt. Okay, was haben wir noch? Da ist nur ein Birndl. Da hängen so komische Gewürzel runter. There's a worn spot on the branch. Da ist eine ausgefranste Stelle am Ast. Die sag ich mal an! Gib mir mal das da. Na, wie kommen wir gleich wieder. Warte mal. There's a worn spot. Wieder mal. Ah, da. Da können wir nicht mal. Muss ich mir mal den Topf aufschmeißen? Ich wollte eigentlich die Schwammerl da nehmen, aber ich habe einen Topf genommen. Ja, ich nehme auch lieber einen Topf als Schwammerl. Wie heißt lieber einen Schwammerl am. Naja. So, lass mich ran, das können wir abschneiden. The girl with the monster is. Ja, jetzt lass mich mal wieder ohne schneiden. Ja, ja, war klar! Ah, hab ich schon wieder fett im Pro. Oh! Okay, was bringt uns das jetzt? Das ist das Monster. Mit dem haben wir jetzt ab. Oh oh. Der schaut aber gescheit wütend aus, der Typ. Der Ast gehört abgesagelt. Nicht mit dem hier. Warum hat es denn jetzt einen Cashballpuppen? Was jetzt halt? Kann ich jetzt. Was ist das für ein Viech? Was ist das für ein Viech, das da drin sitzt? Kann das irgendjemand erkennen? Ist das ein Spinn? Ich mag keine Spinn da aussehen. Ich weiß nicht mehr, warum da. Oh, jetzt warte mal. Das heißt, wir kommen dann oben, wenn er nach rechts läuft, oder wie schaut jetzt das da die Garde aus? Und. Aber was der wir dann? Der geht jetzt da hin und her. Und wenn er uns erwischt, frisst er uns. Ich weiß ganz genau. Das ist kein Vordachel, sondern ein Carport. Das ist der Itzi-Bitzi Spider-Carport. Ja, aber. Was kann ich mit dem Topf da? Kann ich ihm das auf den Kopf fallen lassen? Oder? There's a worn ja, da kann. Ich kann mir schon vorstellen, wenn er da hinter geht, dann lasse ich ihm einen Ast auf, ich fall noch nicht hin. Aber dafür muss ich noch sagen. Was liegt denn da rechts so umeinander? Da liegt das Seil und ein kleine. Ein kleines. Wald-BD? Mehr können wir da nicht durchstehen, glaube ich. Können wir da. Ah! Nein, das wollte ich! Nein, das wollte ich nicht! Oh Mann! Ich wollte abbrechen, das zählt nicht! Mann! Das ist der erste Topf, der nicht lang dauert. So, jetzt gehen wir mal da oben und schauen mal, was wir anstellen können. Wenn wir mit zur Kleinen gehen, was ist dann? Ja, dasselbe, wie hätte ich das gedacht. Also, das nächste Mal, wenn ich was ausprobiere, dann muss ich es vorher anzeigen, sonst zählt es nicht. So,
Wir gehen mal dem jetzt mal nach und schauen mal, was passiert. Ich meine, was kommen da große Runden schon da? Ich habe da nicht wirklich lang. Da, warte mal, das nicht mehr. Ah, nee, wir gehen mal wieder auf. Ja, ich glaube, da wäre mal ein Topf. Na! Oh, leck, Alter. Ja, hier, absolutes Pro-Gaming-Depp-Vermeidungs-Squad. So, aber nicht, wir kriegen ins Inventar her. Na, nicht so. Ah, ach, das geht nur, wenn ich an einem Dings stehe, mit, wo ich interagieren kann. Ja, gut. Ja, ja, der Topf ans Seil. Ich weiß nicht warum, aber das ist das einzige Objekt, was ich habe. Ich lauf. Komm. Lauf! Ah! Da muss er schon verdammt schnappen. Ja, es ist riesig. Jutzi, fix nochmal. So, jetzt sind wir. Jetzt müssen wir hier. Kannst gleich schon mal das Graben anfangen. Das wird knapp, aber das geht. Komm, gib ihm. Achso, wir haben ein Seil schon. Das habe ich natürlich nicht bedacht, dass wir uns das behalten, wenn wir da sterben. Ja, gut. So, dann gehen wir da ein Seil hin. So, wie das ist, da wird nichts gesagt gehen. Schau hin! Und jetzt? Ja, was soll der Scheiß? Nein, das war dumm. Ich hätte warten sollen. Warte. Ah! Nix da. Ah, no risk, no fun. Die Frage ist jetzt bloß, was wir mit dem Ding da durchkennen. Können wir da jetzt unten einen Topf ohne hängen? Was weiß ich. Probieren wir es einmal. Zeit haben wir da genug, da ist der Weg nicht so weit. Der Hänger, ja, das wird nicht so einfach. Jetzt warte mal. Ja, ohne mit dem Topf! Ich hab keinen Dunst, was das soll! Aber wir werden es gleich sehen. Ja, warte mal. Wenn er unten ist, drücke. So, okay, wir haben den mal am Koffer verschmeißen. Das macht doch mal überhaupt keinen Sinn! Kann ich das einmal antragen? Nein. Muss ich jetzt warten, bis er kommt. Dann schmeiß ich ihn mal auf den Zapf, ey! Ja, gut, ey! That escalated quickly, I guess. Haben wir jetzt Prinzessin umgebracht, ja? Little Princess, I found you. Oh! Upsi! I have blood on my hands. Again. Did I have a chance to save you? Aber da! Ellie is in danger. Bober! If the girls are hunting in the forest, they could easily become the prey. I need to hurry. Ja, jetzt haben wir einfach so, oh ja, scheiße, jetzt haben wir einfach ein Kind, seine Tochter, die haben wir einfach angestorben mit dem Einhornmonster. Keine Ahnung, wird schon passen. Und da ist jetzt Bober-Kurva. Bober! Thank you, boy. Bober! Ist ein Biber, ich hab keine Ahnung. Oder ist einfach ein Waschbär auf Crack, ich hab keine Ahnung. I didn't mean to... This is crazy. What matters is that we're alive. This isn't the first time I've been hunted. Our forest is governed by the law of the jungle. It's either you or me. Das ist, glaube ich, der Tweak. Oder was ist denn heute? Klein sein, merci dir. Servus, Bürger, bin leider schon wieder zu spät. Ja, es ist aber eine Frechheit. Ich freue mich jetzt wie immer auf die beste Unterhaltung. Merci, Kuss auf die Nuss. Ich freue mich auch auf Unterhaltung, weil das regelt das Spiel nicht. Ich tue gar nichts, ich sitze einfach bloß da. Gehen sein, merci dir. Stürmler, kein merci dir, ob ich auch übersehen. Bavarian, The Ring, die ob ich übersehen. Steve, die ob ich übersehen. Danke, Birger, für den Tipp, Last Epoch. Ja, absolut nichts zu danken. Ich hab, am Wochenende habe ich aufgehört zum Spielen, übrigens. Weil sonst, ich habe einen zweiten Ciao angefangen und habe gedacht, so, jetzt die Finger weg, weil sonst tue ich die nächsten zwei Wochen wieder nichts anderes. Krieg von mir beide Daumen nach oben. So, Schluss jetzt. Das ist der Crack-Waschbär. Ist auch kein Waschbär nicht. Der kein Waschbär. Waschbär hat doch so ein Trash-Panda-Gesicht mit weiß und grau und ist nicht braun. Was ist das für ein Viech? Weiß ich nicht, vielleicht ist der Waschbär, der das Ohrkatzel vom Nachbarn gefegelt hat, was weiß ich nicht. So, es heißt quasi, ich oder du, tu mir das Kabel jetzt weg da. They won't catch Yanni Anuels again. What do you think?
Should I lay some traps? Traps? You have got a trap clicked. I think they'll stay clear of this place if you do. Und jetzt halt, kann ich jetzt mit dem Zigeuner da nochmal schmeißen. Nimm mit den goldenen Kugel mit, die kommen halbe Brauer. Was mit der Krone? Da liegt doch die Krone. Ellie is in danger. If the girls are hunting in the forest, they could easily become... Vor allem Girls, mehrere Leute hunten da umeinander. Wie, die da hunten mehrere. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. So, können wir da mal kurz einen Angstschieß einlassen? Nein, nicht. Oh, was haben wir da? Oh! Okay, nice to know. Da kann man sich... Merke, man kann sich da hinter die Starren verstecken. Das wahrscheinlich wird uns jetzt das gleich... Das haben wir im ersten Teil haben wir das gehabt, dass wir da zurücklaufen haben müssen. Oh, Bodeln! Oh, das geht sicher gut aus. Strange boats, and there are no oars. Oh, müssen wir Ruder bauen? Wollt ihr reingehen? Strange... Keine Ruder. Ja, gib mir Ruder. Nehmen wir die Knochen als Ruder, keine Ahnung. Das war jetzt... Oder das Ding da als Ruder. Kann man doch sicher ohne paddeln, da kann man nicht. Warte mal. Kann man da vielleicht... Ja, kann man nicht aber schnell. Wir brauchen einen Ast. Ja, ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee, Crackbiber. Crackbobber. Was heißt denn auf Polnisch Crack? Weiß ich nicht. I need to get across the river. Is that your boat on the bank? Lenny, merci für dein Race up. So, 30 Monate voll, ein Hoch auf unseren Bier, Kuss auf die Nuss. The boat? No, that belongs to the river. Es ist ein sicheres Boot, wenn es zum Fluss geht. Ein ruderiges Ruder. How am I supposed to get across to the other side? There are no oars for rowing. Rowing? The boat, just like the river itself, is enchanted. If you want it to take you across, you need to bring it a gift. Ja, nehmen wir doch den Leichnam von dem kleinen Mädel als Opfer. Es ist sogar noch eine Prinzessin. Wie nehme ich jetzt mit? Weißt, mir glaubt halt einfach irgendwann keiner mehr, dass ich nicht nachgeschaut habe. Mann, Alter, das war ein Witz. Es war einfach ein Witz. Okay, komm. Es war einfach ein Witz. Ich schwöre bei Gott, ich hab nichts nachgeschaut oder so. Das war letzte Woche schon fragwürdig, aber wieso? Tu ich halt wenigstens das Händel aus, die Dämpf. Okay, hör mich doch auf. Mann, das glaubt mir kein Schwanz nicht. Nein, du... Und jetzt soll man auf ihre Boot. Nimm halt sie als Paddel. Keine Ahnung. Okay, tschüss. Bruder, ja, hört jetzt auf. Hey, mein Bester und Liebster, mach weiter so. Hau rin, ich trinke einen für die Miet. Heute Abend bist du Beste, auch wenn du nicht zu unserer Belustigung da bist. Was? Da war so viel Widerspruch. Björn, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kuss auf die Nuss, ich hab keine Ahnung. Der erste Satz hat mir so überlegt, oh, wir haben nicht bayerische Zuschauer. Dann ist aber da kurz die Kurve gekommen. Vielen Dank, Alter, Schluss mit der Umeinanderschmeißerei von zweistelligen Beträgen. Dankeschön. Schluss jetzt, aufpassen. Da passiert jetzt gleich wieder, weiß ich nicht, kommt jetzt der Dark Souls Endboss. Oh, nein, wir kommen in die Eulenhöhle. Also schon ein sehr episches Intro. Gott, was kommt denn jetzt? Ich kann übrigens nichts drucken, falls irgendjemand fragt, was zur Hölle machen sie. Hat sich das Mädel zerrissen, schreibt Alexi, wegen dem Alert hat man nichts gesehen. Nein, hat es nicht. Das ist einfach oben taucht. Da war es mit. Eule Kurva! Haben die gut oder base? Schaut zumindest nicht base aus. Warum hat denn eine Eule hinten so Engelsflügel? Ich mach das keinen Sinn mehr. Oh, die Musi macht mich schon wieder sehr. Nein, das ist nicht gut. Klingeln war noch nie gut in dem Spiel. Was soll ich machen? Oh Gott, es gibt der Eulenälteste mit dem Feuerstab. Der andere den Holystab. I'm delighted to welcome a traveler to my humble abode. Hallo? Okay. Inside Elden Ring Musiker. Ich hab eigentlich schon so ausgeschaut, dass jetzt gleich von hinten der Cthulhu oder so kommt. Der Kokain-Kauz. Das ist der Crack-Kauz, der aber auch gut passen. I'll bet you are wary from traveling. Has a long wish to rest. Yes, please. Ah, it's a trap. Follow me. Kann ich noch mal schnell zurückrudern und den Crack-Bobber fragen, ob sie coole Dudes hat oder ob sie mich wieder essen wollt oder so ein Scheiß. Thank you. You're very kind, but I'm in a big hurry. Big hurry. Forgive my curiosity, but may I ask where you're rushing to? Bavarian, merci dir. Meinst du, es gibt mal ein Wallpaper-Set von dir? Ein Wallpaper-Set? Mit was meinst du?
mit meinen mit Motiven und so weiter. Fürs Handy und für PCs. Das ist eigentlich eine gute Frage. Für einen Vollbildspot kann man eigentlich immer nicht machen. Aber ich gebe so ungern hochauflösend mein Logo aus, das hat man nämlich Amazon schon geklaut. Schlecht. Aber ich werde drüber nachdenken. Mr. Bavarian, merci dir. Warum haben wir es so eilig, fragt er. I need to find a cave and find my little sister. An evil spirit has possessed her mind. I suppose you're seeking the cave located on that blood-stained island that lies next to ours. Möchtest du wissen, dass sie mich einfach nicht durchlassen? You know where it is? Please, show me the way. Only a desperate person seeking death would venture there. The road there is long. The placid river soon becomes a channel of sewage teeming with evil spirits. Mr. YBO schreibt so GTA-Style Wallpaper, wo sie letztens reinpasst habt, da der feiern, an so einem Motiv für ein Merch. Werkelte und überlege schon sehr lang. Und hätte auch schon eine Idee dafür, aber ist halt noch nicht umgesetzt, Mann. I will be glad to help you, but I think you will only be up to the task of such a journey after a good night's sleep. Rest now, young man, and after we will equip you with everything you need and send you off in our best boat. Das ist doch eine Lüge, Eulenmann, was ich blöd bin! People sail to our island so rarely, but we need company in the same way. Zum Fressen wahrscheinlich, du Arschloch! Kappa, Eule. It's a trap! Richtig sprengen. Please do us a kindness. Spend a few hours with us. I think I really need to rest for a few hours. Thank you. Please follow me upstairs. I will take you to the best room. Dann muss ich jetzt kurz einspoilern, was da meine Idee war, sonst glaubt mir wieder keiner, ja, das ist ein GTA-Ding, hat er schon mal umeinander überlegt und so weiter. Ihr kennt doch meine ganzen Charaktere und Verkleidungen der letzten Jahre. Der Harry Potter. Leia. Gut, der Vader ist jetzt so ganz erkenntlich, weil man mich nicht sieht. Der Landibauer und der ganze Scheiß, das sind so 6 Stück ungefähr. Und an jeden von den Charaktere in so einem GTA-Style zusammengesetzten Ding als Merch-Motiv. War mal die Überlegung. Aber da es schon lange so ein Kostüm ergeben hat, um genau zu sein, seit letztes Jahr April, oder Mai besser gesagt, seit der Star Wars-Geschichte, kommt das gerade ein bisschen blöd. Und passt gerade überhaupt nicht. Da, ein Zimmer kriegen wir. Bin ich aber gespannt. Björn, hier sitzt du auf! Ach, und nicht vergessen, wir gehen zum Schmiedbau am Morgen. Das ist gut. Ihr werdet nicht so schnell in den Vergessenheit geraten. Merci dir. Schluss jetzt! Macht es euch bequem, während ich das Boot fertig mache. Oh Gott. Ich sehe es ja da unten schon. Da haben Stacheln. Da haben irgendwelche Farben und Symbole. Dass man uns da wieder aussieht und da fährt was Grün umeinander. Was macht es? Es fährt grün. Thank you again. I'll just rest for a short while and then I'll be on my way. As you wish. Rest now, young man. Sleep well. Stimmt, überall ein Traumfänger. Und wenn wir wieder aufwachen, haben wir eine andere Dimension oder irgendeinen Scheiß und die scheiß Eulen fressen uns alle. Ja, natürlich! Ja, sicher, ihr Arschlöcher! Oh, der zuselt uns unsere Essenz aus, unsere Essenz. Die Essig-Essenz. Schreien die auch zu aufs Boot. Stürmler Kai, was machen ein Öko-Bar, unser Aldi im Bett, nix, weil ein Öko-Bar nicht spritzt. Merci dir. Schluss jetzt mit Domen Antonetterei. Ich hau euch ja noch gerade nach. Was, da kann ich jetzt umeinander... Ja, super. Kann ich jetzt in der Traumwelt umeinander geistern. Ah, oh, nee. Das hab ich gewusst. Bübele, ich habe dich gewarnt. Du wolltest nicht hören, wolltest wieder schlafen. Das ist nichts. Björn, merci dir. Das ist schon das, was ich gerade gelesen habe, oder? Komm mir nicht aufpassen. Wenn ich wieder reagieren muss, stimme ich wieder. Björn ist schuld. Oh, ich hab so viel Kopf, ich hab nicht bei Ibo dabei. Gibst du Ibo? Ach, ich konnte noch. Geh, komm, Bürger, geh nach Hause. Ich konnte noch oben gehen. Ich meine, ich konnte noch rechts gehen.
Das ganze Speck kann man nur nach rechts gehen. Jetzt kann man aber nach oben gehen. Was ist das? Mach's auf, das ist ein Schwammel. Das ist der Tod. Das war wieder eine richtig gute Idee. Super, klasse. So, da ist noch so ein Rotzding. Hilft uns das weiter oder wiederholt sich das bis in alle Ewigkeit? Ich weiß nicht. Nein, nicht umfahren. Also muss ich das wieder in Time schaffen, sonst bin ich nicht. Okay, weißt du? Das war doof, Alter. Schau, so fair bin ich. So, los. Wir müssen die roten. Die roten Dinge müssen wir finden. Wir dürfen bloß dreimal Kopf haben, sonst bin ich hieß, wie wir heute. So. Was kaputt. Sehr gut. Bin Zweifel. Dann gehen wir weiter. Ich weiß nicht, was wir tun müssen, aber ich steige jetzt einfach drauf, es wird spassen. Digga, das, was der Opa sagt. Bier zur Info, du hast eine begrenzte Zeit. Ja, ich hab ich gerade gespannt. I learned it the hard way. Ist da links was? Oder kann ich dem da ausweichen, ohne dass ich Kopf. Ich hab keine Ahnung. Da ist was. Das wiederholt sich immer. Ja, das sind so Try and Error Passagen, da wo ich sag, so. Braucht's das? Komm, los mit maximal 30 in die Dinger braten, das muss klauen. Komm! Steig auf! Was noch eins? Da oben leicht zu die 6! Nein! Nicht umfallen! Okay. Eins da! Eins geht noch! Komm! Ja? Oh, schöne Musi. Oh, da wird's hell! Das ist gut für uns! Ja, nein, geh nicht in das Licht! Oh Gott, jetzt müssen wir uns da aus dem Ding rauskämpfen. Kling mal, yeah. Ich hab da nur Programming gesehen bis jetzt. So schaut's aus. So. Schauen wir mal. Erstmal die Lage sondieren. Wir schauen mal aus. Da unten fährt was Grünes, das fährt grün. Da haben lila Sachen, da haben bunte, das ist sie bunt. Ah, gehört das vielleicht zum Problem dazu? Na, dann kann man da noch mal schlafe gehen. Ne, stopp, erst einmal nochmal zurück. Nicht, dass wir im. Nochmal mit dem Dream. Dreamweaver? Das ist gar kein Dreamweaver, das ist ein Dreamcatcher. Der schickt mich wieder heim. Oder? Und dadurch die Spalten sägt er nicht durch. Also da bin ich dadurch. Ja, ja. So, jetzt gehen wir gleich mal neu. Und dann steht da C. Also ich frage, wenn wir da kommen, ob es da. Ah, da kann man sich kurz verstecken. Oh Gott, ich ahne fürchterliches. Was ein Buchstaben, beziehungsweise, ja, das hab ich schon gecheckt. Jetzt ist da auf N. Aber was passiert? Ich höre bloß Knagerzen und dann. Guck mal, da mit dem Z was tun. Ah, na, ja, okay. Das ist Eingang und jetzt bringt er uns zum N, jetzt bringt er uns oben. Ja, ich verstehe schon. Und dann. Und da bringt er uns nach ganz unten. So, was kommt der Hebe? Ach komm, da kann man nicht mehr abhauen. Boy, are you lost? Nein, ich hab bloß das Klo gesucht. It is late and I can see you are weary. Let's go. Okay, ist kein Topf. Kein Topf! Nix Topf! Wir haben nicht gestorben! Die Frage ist, wo wir überhaupt hin müssen, alle. Das bringt uns zu Z. Ja, versteckt man es einmal da drin? Okay. Ah, oh, leck ist das. Jetzt probieren wir mal was. Der lila Storder, was kann der? I can't pull it out with my hands. The slippery orb is wedged in the... Slippery orb. Oh, orb, Entschuldigung. Oh, da schläft noch immer. Alle, wer soll sich denn da auskennen? Hä? Sag mal! Schauen wir mal, ob wir den Orb auf der rechten Seite rausbringen oder ob wir da generell irgendwas dazu brauchen. Probieren wir es mal. Mal so. I can't pull it out. Okay, da müssen wir erst irgendwas finden. Warte mal. Haben wir mir? Ja, das Inventar ist natürlich leer. So, nochmal, falls die Leute wundern, warum er uns da nicht sägt. Oh, kann ich mich da irgendwo verstecken? Nein. Durch die Abtrennung sägt er nicht durch. Aus irgendeinem Grund. Kurz sonst war es auch unmachbar. Da komme ich nie wieder raus aus dem Loch da. So, können wir die anderen vielleicht aufwecken? Jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal weiter nach unten. Und mal so, C hat uns dann runtergebracht. Da hinten ist das X. Merkt man uns das? Nein, jetzt haben wir wieder um. Ach, oben müssen wir umschalten. Jetzt pass auf, dann gehen wir zu. Oh, leck, ist das eine kreisliche Scheiße. Oh mein Gott, ich werde so kläglich versagen. So, jetzt gehen wir da zum.
zum Z. Das bringt uns zu N, eins nach unten. Ja. Und wir haben wir da vorher erwischt, Mann? Ah, okay, die kleine Kugel, die bleibt stehen. Die kleine Kugel bleibt, jetzt pass mal auf, die bleibt, lassen wir jetzt genau über ihrem stehen. So. Das war zu langsam. Das müssen wir besser timen. Anna! Boy, are you lost? Okay, aber er steht dann, wenn er merkt, die Dinger fahren nicht mehr, dann steht er da auf. Okay. Let's go. Okay, dann steht er auf und in der Zeit haben wir wahrscheinlich Zeit für etwas anderes. Ja, das habe ich jetzt vorher nicht gecheckt, dass er das C bringt uns wo gleich wieder hin. Ja, das sehen wir gleich, wir können ja da dabei warten. Okay. Dann gehen wir zu N. Dann gehen wir mal ganz oben. Da unter uns ist ein Radl. Da können wir da. Wenn wir da umschalten, machen wir so. Und dann kommen wir da nämlich oben. Jetzt beobachten wir einmal kurz, was der so tut da unten. Und dann gehen wir mal nach links. Da ist so ein Radl. Da sollte man eigentlich auch sicher sein. Dann schauen wir mal, was passiert. So, raus aus der Bude. Dann machen wir da einmal so. Das ist die einzige Möglichkeit, nämlich, glaube ich, wo wir zu X kommen. Rechts vor dem Typen. Und jetzt drehen wir mal da. Die Frage ist, was dann passiert. Ah, da gehen die Stacheln rein. Okay. Machen wir so. Ah, nein, schlecht. Oh, warte mal. Ja, wenn ich da jetzt bimmel, Alter, dann ist wieder. Das Boot ist auch nicht da, was soll ich jetzt da? Ja, kann man auch nicht irgendwie aufwecken, da ist ja sonst nichts. Okay, also da ist der Ausgang nach draußen, ich verstehe. Und jetzt gehen wir einmal mit nachher und gehen wir nach X und schauen mal, was da los ist. Da können wir nämlich rechts. Oh, das ist die Frage, da werden uns eher direkt sehen, hä? Da wird er uns direkt sehen. Schlecht. Das heißt, wir müssen das kleine Ding stoppen, damit er aufsteht und nach links geht. Und dann kommen. Wir können das abbrechen da. Ich kann es halt nicht abbrechen, das ist halt blöd. Boy, it is late. Let's go. Gut, nochmal. Aber wir haben schon wieder einen Schritt weiter. Kriegen wir schon. Wir müssen jetzt die Tieren so einstellen, dass ich schnellstmöglich da rechts von dem Typen komme, währenddessen er dem Kleinen das kleine Ding wieder einschaltet. Jetzt habe ich nach unten geschaut und nicht aufgepasst. Boah, ja, bla bla bla. So nochmal. Irgendjemand hat gerade geschrieben, nur wenn das Licht da ist. Der sägt mich unten nur, wenn das Licht da ist. Das glaube ich nicht. Nein. Das glaube ich nicht. Da gehen wir oben. So, dann machen wir so. Haben die Tieren eventuell noch so eingestellt, wie es ich vorher gehabt habe? Ja, sind's. Dann gehen wir nämlich jetzt da raus. Jetzt pass auf. Das müssen wir jetzt einmal auf gut Klick probieren. Jetzt schalten wir einfach einmal. Machen wir so. Aha. Nein, das hilft. Jetzt war's dumm. Komm gerne. Oh. Okay, da haben wir was. Und jetzt, wenn er uns sagt, haben wir das im Inventar. Ich hoffe. Schau mal. Ja, ich komme gar nicht mehr zu dir hin. Ah, egal, ob das Licht da ist oder nicht. Boy, it is late. Let's go. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir das Ding noch im Inventar haben. Mit dem kriegen wir nämlich die lila Kugeln raus. Da bin ich mir fast sicher. Ohne, dass ich gesehen habe, was es ist. Auf. Fuck! Wie kommen wir da dann wieder zurück? Grünes Licht über den Uhu. Oh, tatsächlich wird. Nein, jetzt habe ich wieder runtergeschaut! Boy, are you lost? So viel zu all denjenigen, die vielleicht meinen, die hat auch schon wieder alles nachgeschaut. It's late. Let's go. Scheißdreck habe ich nachgeschaut, Alter! Okay, keinen Schuss Ahnung! Jetzt stimmt schon, wenn das Ding über ihm ist, dann wieder so. Hab schon verstanden. Tut nicht runter. Jetzt gehen wir hier am Nachhinein, gehen wir oben und dann stoppen wir mir das kleine Licht direkt über dem Eulenmann. Machen wir so. Gehen wir zu. Da haben wir richtig, jetzt pass auf. Wir haben vorher schon gespannt, das fährt immer noch ein bisschen weiter, wenn wir auf Stopp drücken. Deswegen, wenn es jetzt umdreht, stoppt man es beim ersten Traumweber. Zack! Ah, oh, Pep! Ja, aber geil! Ach so.
Es schlüpft einer. Listen, laddie, you're really starting to annoy. Jetzt habe ich ein Achievement gekriegt als Deathmaster. Fun fact, wenn du 15 Mal erwischt bist, gibt es ein Achievement. Früher, Opa, früher. Ich habe gerade Stealthmaster gekriegt. Ja, ich habe nicht gewusst, dass der wieder aufwacht. Vielleicht wacht er erst auf, wenn wir direkt vorbeigingen. Vielleicht sollte man das vermeiden zumindest. Ja gut, haben wir schon wieder einen ganzen Schritt weiter. Kriegen wir schon. Scheißzeug mal in den Tosen. So, dann gehen wir jetzt mit oben an. Sehr gut. Dann gehen wir gleich noch ein Stück weiter oben. Jawohl. So. Das haben wir natürlich nur fürs Achievement gemacht. Das habe ich auch nachgeschaut gehabt. Das musst du wissen. So, jetzt fahrt zu und dann gehen wir nicht mehr an ihm vorbei. Hauptsache, er schläft. Er schläft jetzt da mit durch. So, stopp! Oh, das war zu lang, glaube ich. Ah, das war nix. Boy, are it is late. Let's go. Aber schön zum Lesen, Opa, dass du auch 15 Mal gebraucht hast, ist gut. Bin ich nicht der einzige Volldepp. Das ist gut. Das beruhigt mich. So. Und jetzt stoppen wir das Scheißding da, wo es hingehört. Grüß den Allfeier. So, wir bedenken, dass der auch noch ein bisschen hingemacht ist. Ah, jetzt! Und jetzt bleib stehen über ihm! Und schlaf ein! Du Grüzi fix, du! So, jetzt gehen wir nicht mehr vorbei. Oder wacht er von selber irgendwann wieder auf? Das war natürlich nichts. So, gehen wir mal oben zu. Warten wir, bis jeder vorbeiguckt. 20 Stunden später, so nicht. So, dann machen wir so. Dann gehen wir wieder rein. Ach, der wacht wieder auf. Das muss schneller gehen, oder was? Dann machen wir so. Ja. Zicka. Okay. Wow! Okay. Wir haben das Holzding. Ach komm, Alter, wenn die das jetzt mal wieder, wenn die Arme erwischen und dann jetzt mal wieder die Kugeln nehmen und so, dann muss ich leider herkotzen. So, jetzt machen wir diesen hier. Gehen wir nach rechts. Und da geht. Wieso? Nein, da geht es nicht weiter. Nein. Oh! Oh! So, jetzt wenn ich da rausgehe, bin ich wieder gefickt. Ach, geh, leck mir am Arsch. Kann man das nicht abbrechen? Oder geh wieder da an. Ach, geh. Das ist schlecht gemacht. Das sage ich dir jetzt, wie es ist. Ich kann da nicht. Ich möchte unten rausgehen. Und nicht, jetzt, wenn ich da rausgehe. Ach. Oh. Boy, are you lucky? It is late tonight. Let's go. Okay. Rage Factor plus 10%. Geht die Dreckshurensohn-Eule da unten erst nach rechts? Schau, dass du auch gewinnst, jetzt du fette Hurenuhr! Hurenuhr, ja, passt schon. Da, außer mit der Bude! Jetzt, wenn du noch, du gehst jetzt nach rechts, schneller. Na, da kommen wir wieder nicht hin! Achso, jetzt haben wir das drum mit. Ach, leck mich doch am Arsch! Wieso hab ich's denn jetzt mit dem Dad? So, jetzt nicht verkacken! Nicht nach rechts, da ist zu! Wir gehen nicht nach rechts! Geh nach links! Links! Du Hurenuhr! Hurenuhu, wollte ich sagen! Da, Abflug jetzt! Da! Da komm ich auch nicht heim! Doch, komm ich schon, da muss ich auf N umschalten. Und dann muss ich wieder. Ja, das kriegen wir. Olmann, du gehst aber nicht da rein, ja, das möchte ich aber hoffen für dich. So, Olmann, schau das lang, gewinnst andere Richtung. Der Nick schreibt ganz ruhig. Ja, ich streng mich um. Wusa-Bürger. Machen wir so. Ja, von einigen in die Bude. So, sehr gut. So, jetzt müssen wir erst einmal. Jetzt schauen wir erst einmal eins über uns. Da haben wir nämlich die Stacheln aufgemacht und jetzt schauen wir mal, was da drin. Ah, warte mal. Ist da der Eulenmann rechts? Der Eulenmann, ja, ihr kommt schon. Ich hätte schon luren. Nicht links, Tür umschalten. Ja. Oh, geht der bis da her? Ich weiß es nicht. Die lila Blutskugel da möchte ich haben. Gib Kugel. I can't pull it out.
Für dich haben wir einen Meißel dabei. Ich weiß nicht, was das Ding kann. Und jetzt? Was ist mit dem Ding? Was ist das? Glass Orb filled with magic. Eine Glaskugel gefüllt mit Magie. Okay, so, gut. Jetzt probieren wir mit die Bude da. Gehen wir mit da rein. Ich weiß nicht! Gehen wir mit rein. Wo waren die andere lila Kugel? Die war irgendwo ganz rechts, glaube ich. Warte mal. Jetzt habe ich gerade was entdeckt. Also wo? Wo kann man ja was tun? Das. Aha! Oh! Wenn es dann wieder wach oder irgend so ein Scheiß, ne? Okay, jetzt brauchen wir nur die zweite Kugel. Da waren wir schon davor! Ich weiß nicht mehr, wo es war! Ich weiß noch nicht mehr, wo es war! Drück mal da C! Schau mal, wo C. Wo ist C? Haben wir bei C wieder gefickt? Da ist C. Nein, das war rechts vom Burm. Das heißt, wir müssen zu dem komischen L-Ding da. Oder war es da rechts? Ja, dann müssen wir jetzt einmal mal nach rechts laufen. Das wird uns nicht helfen. Oben, ganz oben rechts oder mittlere Schiene rechts? Von mir aus gesehen jetzt da. Weil die scheiß Eule da, die geht schon ziemlich lang da rechts umeinander. Der Klotte schreibt auch, du musst die Kugeln bei der Tür einsetzen. Das haben wir schon rausgefunden. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie lang das die Eule da nach links geht, damit ich genug Zeit habe, die scheiß Kugel da rechts außer zum Reißen. Das probieren wir jetzt einfach, das ist mir wurscht. Aha! Da ist keine lila Kugel! Lila Kugel, nein! Oh Gott, we're gonna die! Wo kann ich mich da verstecken irgendwo? Nein, versteck dich halt. Nein, nicht. Nein, nicht. Aber gut, eine lila Kugel ist ja schon mit drin. Die ist nicht rechts oben. Wo ist denn die lila Kugel, Leute? Boy, are you lost? It is let's go. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir das Meißeltool noch haben, sonst kriegen wir Vogel. Okay, passt. Wenigstens haben wir den Teil. Das passt schon mal. Jetzt ist es jetzt gut. Wir haben doch vorher die andere lila Kugel ganz rechts irgendwo schon gesehen. Dann muss die ganz rechts unten gewesen sein. Ich war mir jetzt auch hundertprozentig sicher, dass ich. Oh mein Gott, wie weit gehst denn du? Eulenmistvieh. Kack, Eulenmistvieh! Der ist ganz rechts unten. Kriegen wir schon. Die kriegen wir schon. So ist der Eulenmann. Dann bin ich wieder angelangt worden mit rechts oben. Naja, ja, ich schon trapsen. So, wir müssen nicht zum C, sondern wir müssen zum N, glaube ich. Sagen wir mal, mit meinem jugendlichen Leichtsinn. Können wir zum N runter. Und das Ding bringt uns zum Z. Wo zur Hölle war es Z? Das ist über uns, das bringt uns einen Scheißdreck. Das bringt uns jetzt nach unten und dann bringt uns das wieder. Das bringt uns zum N unten. Das bringt uns einen Scheißmist, bringt uns das. Wir müssen da nach rechts. Wir müssen schauen, wie das Deal heißt. Und wo bringt uns das N? Das bringt uns wieder zurück aus. Das passt gut. Jetzt schauen wir nach rechts, was da für ein Tier ist. Da ist das S. Wo kommen wir zum S? Wo zur Hölle ist denn der S-Store an der Tier dran? Warte mal, gehen wir nochmal zurück aus. Auf ihn. Wir müssen eine Tür finden, die uns zum S bringt. Da ist nirgendwo ein S dran! Huren, nein, da ist der Ölmann. Oh, das war wieder scheiße knapp. Und zu dem komischen Umdrehen L auch noch nicht. Da links ist ein Spot frei. Wo ist er? Links ist ein Spot. Warte mal, jetzt möchte ich schnell was probieren. Ich kann die lila Kugel da nicht mehr aus. Nicht mehr aus. Das heißt, wir brauchen den nicht mehr. Und gehen wir mal zum C, schauen wir, was da los ist. Da ist es C. Ich sehe keine Tür, die uns zum S bringt. Und das X ist rechts von M. Jetzt lasst bei M nochmal einschlafen. Ich sag das, wie es ist, und gehen wir nochmal zu X dir. So. 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 Perfektes Timing. Das bringt uns aber auch einen Scheißdreck.
da gehen wir ins Umdrehl. Und jetzt gehen wir da hin. Und jetzt gehen wir rechts von der Eule. Wenn es vorbeigeht, gehen wir da noch rechts. Da waren wir noch gar nicht. Können wir die Burma aufwecken da vielleicht? Keine Ahnung, vielleicht können wir mit denen ja irgendwie interagieren. Aber da waren wir doch auch schon. Waren wir noch nicht schon? Da gehen wir auch zu einer ganz anderen Tier nochmal. Die probieren wir aus. Wisst ihr? Zack. Und tschüss. Aha! Wir haben da vorher aufgekommen. Spinnst du jetzt dort? Spinnst du jetzt direkt oder was? Da waren wir doch schon einmal. Da war. Ja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Wir haben da. Da waren wir doch schon. Aber wie haben wir da hingekommen? Wo weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da, jetzt schau das lang, wenn du. Quamperter U. So, außer mit dem Schund. Da kann er uns nicht sehen. Da ist diese Zwischenwand. Das ist gut für uns. So, jetzt ist aber die Frage, müssen wir zum End zurück? Ich glaube, nein, nicht da reingehen. Du gehst jetzt. Jetzt porten wir uns zum End zurück, ja natürlich. Aber was habe ich denn mit dem S umeinander gewurschtelt? Was labe ich? Und der Opa hat recht gehabt, das ist tatsächlich rechts oben. Ich habe es bloß ganz anders in Erinnerung. Was das eben ist. Halt, machen wir so. Und tschüss. Und dann haben wir wieder genau da, wo wir hier sind. Fast. Warte mal. Ja, dann bringst du es zur Z-Tier. Ja! Ja! Ja, noch ungefähr 15 Anläufe! So, jetzt hoffen wir, dass wir der scheiß Bude rauskommen. So, eine mit der lila Bumskugel. Und jetzt? Na. Oh, da ist der Oberhäuptling. Google-Hupf. Oh, da ist auch die Tür nach S. Der Schlafi. Was ist mit dem? Was ist da? Oh, da können wir uns verstecken. Die Frage, ob der aufwacht oder nicht. Okay, der Stab schaut mir. Was ist da drin? Thank you. Your hospitality truly knows no bounds. Okay, das kann ich nehmen. 100%. Ja, genau. Na, was ist denn jetzt? Brauche ich wieder Handschuhe wegen so einem behinderten Scheiß. Was haben wir da? It won't budge. The cupboard is locked. Ist natürlich gelockt, ist ja klar. So. Was soll ich jetzt? Haben wir noch irgendwas? Wir haben den Mäusel. Ich probiere es mit dem Mäusel. Macht absolut keinen Sinn, aber. Vielleicht haben wir dem Alten einfach ein Mäusel ins Gesicht. Nein, doch nicht. Aber da kommen wir jetzt mit. Ah! Okay, ja, hab schon, ja. Hab schon geneist. Und jetzt? Weiß ich nicht, steht Z für Zalarm. Ach, halt mal, da ist ein Schlüssel auf seinem Thron. Ah, okay. Na, klauen wir ihn dessen hier, wenn er es mal so macht. Klauen wir ihm ins Schloss und dann probieren wir, ob wir die Tür damit aufschließen können. Hab ihn schon gesehen, Leute. Jetzt sind wir nicht oben. Tun Sie sich nicht hinunter. Den nehmen wir mit. So, ja. Dann warten wir, bis er kommt. Schaut ein bisschen aus wie der Game of Thrones Thron. So, wunderbar. Und jetzt hat einer mit dem Schlüssel dumm. Easy! So, was haben wir jetzt da? Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was ist das da? Klonk, klonk, kann ich nichts machen. Radl, Radl, Sonne. Was ist das da? Ein kleiner Goblin auf einem Wagen? Oder was ist das da? Okay, wenn ich drauf bleibe, dreht sich der innere Kreis. Und wenn ich kurz drauf drücke, dann. Was? 3, 4, 5. Und dann bleibe ich nochmal drauf, dann dreht sich das Ding. Aber was genau passiert dann? Wenn ich nochmal aufbleibe, wenn ich auslasse, jetzt pass auf, jetzt dreht sich. Und dann drücke ich kurz. Dann dreht sich beides. Und wenn ich. Was? Hirschi, mehr als für den Reset. Ja, und ich depp, verschlaf's wieder, ist ja egal, das Spiel ist sowas für gut. Ganz ehrlich, es wird nicht langweilig. Aber das da. So,
Wir haben schon mehrmals gelernt, dass so Symbole und so Geschichten gerne mal überall irgendwo stehen. Die Frage ist nun, wo? Und wieso kann ich das Ding nicht nehmen da? Der KMDF schreibt 468. Der Dreamer schreibt auch 468. Der Lord Sid auch und der Burning Crusade auch. Wie kommt's denn? Von wo kommt's denn jetzt da auf 468? Vier Speichen und acht Speichen. Was? Vier. Ah. 468. Das ist tatsächlich richtig. Da habt ihr jetzt aber sauber aufpasst. Leck mich am Zückerli. 468. Ja, aber wie kombiniere ich das jetzt mit dem Ding da? Muss jetzt ja dann. Also, ich fahre jetzt einmal. Es passiert ja jetzt mal was anderes, wenn ich da drauf drücke. Das heißt, ich drücke jetzt so lange, bleibe jetzt so lange drauf, bis der Zeiger das erste Mal beim Vierer ist. Dann drücke ich so lange drauf, bis er beim Sechser ist. Und dann so lange, bis er beim Achter ist. Egal, wie es sich dreht oder was passiert. 4. Ich lasse aus. Drück nochmal. Jetzt dreht sich das Ding. 6. Und wenn ich jetzt drauf bleibe. Nochmal drauf bleibt, dran sie alle zwei gleichzeitig und wenn ich dann drücke, dann ist Reset oder was auch immer, was dann passiert. Okay, haben wir gleich durch. 3, 2, 1, 8. Nein. Aber war schon kein schlechter Ansatz. 486, wie kommst du auf 486? Warum so? Warum links, rechts, Mitte? Warum? Das war aber ein guter Ansatz, Leute. War ein guter Ansatz. Bin ich stolz auf euch. Da Steffi schreibt da links 4 Speichen, Mitte 6 Strahlen, rechts 8. Ja. Guter Ansatz. Da war ich mir jetzt eigentlich fast sicher gewesen, dass das 846. Aber warum? Warum rechts, links, Mitte? Ich meine, da gibt es jetzt 3 Möglichkeiten. Es gibt 4. 468, 864, 486, 648. Weil es Pfeile sind? Was in Gottes Namen sind denn da Pfeile? Haben wir 486? Herr Rössler, ich verlasse mich auf Sie. Schreibt denn da oben? 846, sagt er. 846? Es war jetzt wieder Try and Error, aber das mit den Speichen, das war mir jetzt lang nicht aufgefallen. Dass die links plus 4 sind. Aber hören wir mal auf den Opa. Ich glaube, der weiß nämlich. Weiß das nicht. Okay, machen wir nochmal. Achtung. Machen wir 8, 4, 6. Acht. 3. 4. Und dann 6. 2. 1. 8. 7. 6. Trotzdem check ich jetzt nicht warum. Wie war's? 486. 846. 846. Warum rechts, links, um? Das erschließt sich mir nicht ganz. Aber okay, für das habe ich euch dabei. Was genau ist jetzt eigentlich passiert? Herr Karl, merci, Servus Bürger, geiles Spiel. Mach weiter so und schöne Grüße aus Oberösterreich. Natürlich. Nach Oberösterarm schicke ich keine Grüße. So schaut's aus. Herr Karl, danke dir. Die Reihenfolge ist wohl Try and Error. Ja, glaube ich auch. Bei so vielen Kombinationen gibt es die. Wie viel gibt es denn maximal? 5? Ja, kann sie oder 6. Die Frage ist, was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich vor lauter Aufregung und Nachdenken, aber nicht aufpasst, was passiert ist. Erst dreht er sich nach links, dann nach rechts, dann beide Mitte. Das war sehr weit hergeholt, aber ja. Hat es vielleicht einen Alarm ausgeschaltet? Ich hätte jetzt einfach das Einzige, was wir jetzt probieren können, ist, ob wir jetzt auf S umschalten können. Wir probieren es. Aha. So, steppen wir mal runter, schauen wir, was passiert. Aha. So, dann gehen wir zum Umdrehen T. Oder wir gehen mal. Können wir mehr aussehen? Gehen wir aussehen. Ist da ein Boot? Wir schleichen wir. Nicht an ihrem Droh. Wir schleichen wir. Ein ins Boot, Abflug. Der Stab. Aber was ist mit dem Stab?
Ein Stab ist frei. Oh, ich nehme einen Stab mit. Ich nehme einen. Wir kommen nicht mehr zurück. Würde mich jetzt interessieren, ob ich einfach trotzdem fahren kann. Ich habe einen Stab, einfach vergessen, ich kann genug. Oh oh! Chausen! Jetzt kommst du ja wohl, wie du mit. Da ist es gespeichert. Da ist der Stab scheißegal anscheinend. Oh Gott, was ist denn jetzt wieder? Das ist jetzt ein Bossfight. Ich habe einen alten Stab vergessen. Was? Na, was schwimmt da? Hey, na! Na, was ist das wieder? Ja, ganz toll. Der Tentakel Günther und der Tentakel Thorsten. Und der Tentakel Torben. Ah! Ich wollte gerade sagen, wenn ich einen Stab vergieße, stirb ich dann da für immer und ewig. Nein, was? Nein, was? Geh weg! Geh weg, ich hab Licht! Ich hab Licht! Geh weg! Da, geh weg! Ah, jetzt sind die auch! Böse! Ah, jetzt sind die auch! Böse! Ja, da hast du schon, du Arschloch! So, das war jetzt aber ein Topf. Da gebe ich euch recht, weil da habe ich einfach sauber zu langsam geschaltet. So, ich hab gesagt, oh Gott! Na, der Tentakel-Torben und so weiter, der kommt immer wieder. Oh, ich brenne da auch nicht auf den Hut! Tentakel, ah! Ich kann euch übrigens jetzt schon sagen, dass der dreiviertel Jahresmerch nur aus Beutel von dem Spul bestehen wird. Ich sag das, was es ist. Das ist das absolut unerwartetste Highlight des Jahres bis jetzt. Ich sag das, was es ist. Es hat kein Mensch kommen sehen. An der Stelle übrigens einmal. Smash the Like-Button if you like. Nächste Woche. Nein, jetzt kommen wir gleichzeitig. Nein, Tentakel, Torben! Nein, nein, nein! Geh weg! Nein, nein, nein! Böse auf! Böse, nein! Aus! Böse! Böse! Na, geh weg! Böse! Jetzt sind die hoch! Na, geh weg! Geh weg! Na! Ja, wie soll denn das wieder gehen? Soll ich wieder an zwei Steinen gleichzeitig lirteln? Okay! Was ist das wieder? Was ist das wieder? Ich brauch Hilfe! Der hat schon Zeit, es steht 89 dort. Schnell nimm das Ding! Opa, ich brauch Hilfe! Schmetterlings! Wo ist der Schmetterlings? Ich hab kein Schmetterling gesehen. Ich war so konzentriert auf den Tentakel, Torben. Da, ich brennt dir dein Bälle an. Kriegst du eine Laterne auf dem Tetz. Ich bin quasi der Jax. Wer kennt die Anspielung? Wer erkennt die Anspielung? Haben wir einen in der Community, der die Anspielung erkennt? Ich bin der kleine Bub vom Jax. Haben wir einen, der es checkt? Zünd dein Bodo, das ist eine gute Idee. Dann ich mache. Ich kann nicht sonst nichts machen, oder? So, warte mal, wer kommt denn jetzt da als erstes? Du? Du hast jetzt mal eine Bälle auf, ich schau, dass du lang kommst. Nein, böse. Böse! So. Ob man die 100 heute noch genau. Ja, so schon! Jetzt gehen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich da sehe. Nein, ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Da, ich bringe euch gleich auf den Belly. Wenn ihr da seid. Da! Ja! Nein! Ja! Ja! Nein, geh weg! Ja! Das muss gut getimt sein, oder? Ja. Nein, das ist nichts gemeint! Jetzt sind die um! Ja! Schau, das Landwitz jetzt, du Arschloch! Und jetzt wird noch mehr eine Welle, kommt dann noch mehr, kommt dann gegen den Vogel! Nein, nicht! Nicht noch mehr, das schaffe ich nicht! Ich bin mental dazu nicht geschaffen! Quick! Okay! Ja, damit da ist die richtige Reihenfolge und Stehbleiben ist halt wichtig. Schauen wir mal beide. Ja, und jetzt beide da hinten. Ja, und jetzt hier. Oh, jetzt wird's eng. Oh, das wird. Oh, shit. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich! Ja, verbrennen! Und dann habe ich Zeit, bis du hier rum bist, du Arschloch! Jetzt seid ihr alle! Absolutes Pro-Gaming. Wohin deiner? So haben wir es jetzt wieder ein bisschen weniger stressig. Ich schwitze schon. Kapitel 3! Oh nein, das darf man nicht mehr machen. Das ist so 2012. Das ist der neue Depp. So. Du brauchst unbedingt Ortern. Was ist ein Ortern? Oder Autan. Das ist was zum. Das ist Anti-Brumm, aber besser. Wie das Autan. Gott, warum haben wir das halt immer noch nicht gegangen? Ich brauche eine mentale Stütze. Ich sag's euch, wir müssen mal fertig werden. Müssen wir, das hilft eh nicht.
Zero Dipfkinder. Versteh die verdammte Frage nicht. Sind wir bald fertig? Der Michael sagt mir, sind wir bald fertig? Wirklich? War das eine Frage oder eine Feststellung? Ich hab keine Ahnung. Oh, wir haben ein bisschen graue Haare gekriegt, schon hin. Der jüngste Mit-50er, den ich jemals gesehen habe. Schauen wir, was Kapitel 3 kann. Arbeitswag, Schalter, ich hab's genau gesehen. Ist dies ein Schalter? Ach nein, ich hab das weiß. Bing, 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 bing. Gehen wir erstmal weiter und schauen wir, was da ist. Scheiße, mehr auf die Höhle. Okay, nix. Schauen wir mal, was passiert. Okay, also ein Schalter bedient immer zwei. Das machen wir jetzt auf gut Glück. So, oder was ist. Okay, der bedient die zwei. Ist es möglich, dass immer nur 6 Lichter aktiv sind? Schalt der letzte da hinten ein Licht? Plus 1. Das war ja gerade meine Idee, dass der erste Stor immer plus 1 beim nächsten macht. Das ist es aber nicht. Ha! Die müssen nämlich alle aus sein, nicht? Oh, so sieht's aus. Ja, da war ich wieder. Meilenweit voraus war ich euch da schon wieder. Ist die Höhle, von der der Burgbruder Hausgeist gesprochen hat. Stimmt, da haben wir jetzt schon eine Höhle drin bei den Gansbesen. Da bin ich auch gespannt. Ja, freilich gehen wir mit rein, da kommen wir mit nix. Haben wir eh schon dreiviertel Grau über von der ganzen Scheiße. Und ich schon kann, oh Gott, da ist aber ganz schön finster. Seht ihr da irgendetwas? Da warten wir auf Twitch jetzt wieder sauber gefickt. Da war wieder der einzige Pixelbart. Ja, das war ein absolutes Pro-Gaming. Da kommt die Hälfte wieder nicht mit im Chat, ich riech's genau. Wer nicht mitgekommen ist, drückt jetzt auf Like. Wer mitgekommen ist, auch. Hab ich immer gewungen, das ist gut für uns. Hab gemacht, liegt auch ganz Höhle dunkel, warum? Der Opa hat's gewusst. Hat der Opa was geschrieben? Der Opa schreibt, tatsächlich, da hat er geschrieben, dass alle aus sind. Hab ich nicht gelesen, gib ich zu. Bin ich so ehrlich, hab ich nicht gelesen. Aber bin ich selber draufgekommen. Alles tut dich. Gar nichts, sings. Okay. Ja, das war eine gute Spielpassage, einfach mal in der Finster nach rechts laufen. Sehr. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Okay. Was passiert? Oh oh. Ja, der rote Schmetterling ist ein Besser, ich weiß genau. Hello, Lars. Hallo. Why did you run away? Our lands are a dangerous place for a stroll. Oh, sechs ein Schatten im Hintergrund. Das ist eine Prinzessin in Schatten im Hintergrund. Ich habe ihn genau gesehen. Ist sie eine böse, große Prinzessin? The forests and rivers are teeming with ruthless creatures. Da habe ich ein paar mit zum Spielen gekriegt, unter anderem Quamper de Uhus. The only ruthless creature here is you. Da hat er recht. To some I am evil, to others I am their salvation. You will understand. Ja, bis ich damit der ganze Höhle vorher lauter Kinderleichen sehe. I never doubted your abilities for a moment. If you did run, it was only so that you could visit me here in person. Welcome to my home, Lars. You have become a man. The local population have gifted you some handsome silver in your hair. Stop stalling! Where's Ellie? Let her go now! Ellie is safe. The cave is sealed against unwanted visitors. Oh, you aren't here. We've been looking for you everywhere. Oh, ist das die kleine Schwester, die auf einem Cerberus reitet? Keine Ahnung. Don't be afraid, come to us. Nein! Schau dich an! Du reizst auf einem halben zerstückelten Ochsen, was ist mit dir? Okay, tschüss! Dann muss ich jetzt wieder laufen oder irgendeinen Scheiß machen.
One drop the beat. Oh, sogar der Controller vibriert. Bin ich nicht gut. Bin ich? Oh. What on earth? Why should I go with them? What dark ritual are they so eager to perform on me? Maybe Ellie is somewhere nearby. I need to search the island. Das ist immer noch nicht Ellie. Mann, das ist Ellie. Boy, Ellie, wo? Gehen wir mal weiter. Schauen wir, was passiert. Arbeitswock. Spiel wurde gespeichert. Aubi, da waren wir auch schon mal. Wir kommen immer wieder an diesem Brunnen da vorbei. Ich glaube, das ist immer der gleiche. Aber das Echo ist deutlich mehr geworden. Das war letztes Mal schon eigentlich ganz lustig. Hey, da ist ein Brunnen. Das erste, was wir da kannten im finsteren Wald, vorher lauter Monster. Oder einen guten Beat. Uts, 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 uts. Da waren wir doch auch schon. Alle waren wir doch auch schon. Sicherlich waren wir, das ist der Anfang. Warum nicht? Nein, nicht! Ah, Blitz, 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 Schlüsselwort! Was gibt's da noch? Schmetterling und ein Wölkchen oder eine Welle oder ein Sprudel oder was weiß ich was ist. Und eine Sonne. Hä? It's not sleeping. It's waiting to be brought to life. Without the butterflies, it's just a big scary ragdoll. Gehen wir mal weiter und schauen wir, ob wir da noch irgendwas. Da finden wir auf alle Fälle nichts Gutes, das ist nichts, aber da ist ein riesen drum Betonfundament. Was tun wir mit dem? Ja gut, da können wir nicht hindrehen. Ich sehe schon, irgendwann schreit aus dem Brunnen wer zurück. Maulwurfen! Schaut ein bisschen maulwurfmäßig aus, ja? Ich muss immer wieder betonen, was ich heute noch nicht oft genug betont habe, heute ausnahmsweise wirklich noch nicht, wie schön, dass das alles zeichnet ist. Und wie liebevoll animiert und so von so einem kleinen Entwicklerteam. Das ist schon nett. Die Frage ist jetzt bloß, gibt es da irgendwelche Reihenfolge Regen, Wolken, Sonne, Schlüssel? Ich habe auch sowas, das war auch mein erster Gedanke gewesen. Aber was ich noch nicht ganz gecheckt habe, ist, was dreht sich, wenn ich nach links drücke, dreht sich links und rechts. Jetzt drücke ich nur noch links. Drehen sie links und rechts. Wenn ich einen Hunden drücke, drehen sie einfach mit 3! Wieso drehen sie jetzt einfach mit 3? Und jetzt nach rechts? Drehen sie die 2 nach oben? Drehen sie die 2 nach links? Drehen sie nur noch 2 nach unten? Drehen sie 3? Oh, lecker, oder was soll denn die? Wolke, Wolke, Schmetterling. Ah. Schlüsselblitz und. Müssen alle 4 verschiedenen Symbole dort sein? Und die Reihenfolge ist mit Glück wurscht. Einfach Brute Force. Sprengen, ja, natürlich. Was ist jetzt so lange noch? Das ist nicht. Das ist auch nicht. Da ist ja halt auch noch ein Schmetterling dazwischen. Warum ist da immer nur ein Schmetterling irgendwo? Die haben die anderen Symbole, haben den Schmetterling nicht. Der Schmetterling ist nur unten. Oder? Schauen wir mal oben durch. Sonne, Wolkenmond, Sonne, Blitz, Schlüssel, Wolke. Nur unten ist der Schmetterling. Okay. Ich bin ein fucking Schmetterling. Wollte man andrucken und dabei Blätter schmeißen. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, ich versuch's mal einzuprägen. Nach unten drehen sie D3. Nach rechts drehen sie rechts und unten. Nach oben drehen sie die oberen 2, das ist das einfachste. Und links drehen sie D2 mittleren. Aber ich hab keinen Dunst. Welches Symbol wann? Aufe, aufe, obi rechts. Aufe, aufe, obi rechts. Ich glaube nicht, dass das war. Das sind keine Blitze. Was ist denn dann? Ich habe so den Eindruck, dass wir unten einen Schmetterling brauchen und oben rundum 3 Schlüssel. Kann das sein? Der Opa weiß. Opa!
Hier, links oben und rechts muss ein Schlüssel sein. Links oben und rechts muss ein Schlüssel sein. Und unten der Schmett. Das war jetzt aber auch mein Wild Guessing gewesen. Okay, was ist denn? Wir müssen uns einmal merken, was vor dem Schlüssel kommt. Jetzt pass auf. Sonne, Blitz. Okay, rechts kommt der Blitz vor dem Schlüssel. Oben kommt Blitz vor dem Schlüssel. Rechts ist wahrscheinlich, also wenn ich jetzt nochmal nach links tue, links meine ich, dann kommt jetzt der Schlüssel. Ja, nach unten. Wieso in dieser so hin dran, Alter? Also im Ernst jetzt, wieso in das so hin dran? Da waren wir schon. Oh, jetzt wenn wir alle vier dran könnten, außer den Renten. Ah, wahrscheinlich, weil mein Opa weiß auch, dass es keine Blitze haben muss. Komm heute dein Maul, du Trottel! Oh, leck mir, oh, leck, der kam unerwartet. Mr. Birdle Sepp. Da darfst du selber zwei schreiben oder drei. Du darfst drei Blitze, darfst du zwei Blitze in den Dungeon schreiben. So. So. Tja. Alter, wie soll ich? Ich sag das freiwillig, wie es ist. Da klangen meine Hirnkapazitäten nicht aus, dass ich da jetzt kapiere, wie man das hier dran. Ich sag das, wie es ist. Da klangt meine Hirnkapazitäten nicht, dass ich das jetzt so hintreibe, wie es gehört. Oben dran sind die zwei. Links dran sind die zwei. Unten dran sind die linken drei. Und rechts dran sind die zwei. Überhaupt keine Chance. Merkt ihr die Reihenfolge, nur so geht's? Das ist mir schon klar, dass es nur so geht, aber ich wiederhole mich nur ungern. Aber meine Gehirnkapazitäten reichen nicht aus! Vor allem, weil wir jetzt schon alles im Vertrauen haben. Jetzt haben wir unten kurz vor Schlüssel, aber egal, was ich dann drücke, es gibt keine Option, wo sie nur ein Radl dreht und die macht mich gerade fertig. Schlüssel, Wolke, Sonne, Blitz. Wolke, Sonne, Blitz. Ja, das hilft mir aber auch nicht weiter, weil mein Hirn nicht glaubt, das ist mal so. Jetzt müssen die oberen drei dran. Jetzt will man. Wenn ich nach links tue, habe ich zwei Schlüssel. Ich probiere es jetzt einfach einmal. Und jetzt brauche ich unten den scheißdrecksbehinderten Schmetterling. Und ich kann unten nicht nur unten dran. Der Real Good Girl schreibt, fang neu an und dann oben. Achso. Es hilft mir nicht, neu anzufangen. Fang neu an und hör aufs Good Girl. Warte mal. Was ist, aber, ist da gespeichert worden? Das ist, glaube ich, gut. Ich sag das, was ist. Das war bis jetzt das schwarze Rätsel. Für sowas ist mein Hirn nicht gemacht. Für so. Was ist denn das da? Das ist das, wo wir gerade waren. Achtung, nicht den Chat verschirmen. Fangen wir an und dann oben, oben, unten, unten, rechts. Ich bin jetzt gespannt, ob das hier hat. So, wieder, was ist. Schiebt jetzt ja nicht den Chat auf. So, wo waren wir? Oben. Oben. Unten, unten,
rechts. So einfach war es gewesen. Meine Damen und Herren, da muss ich mir die Blöße geben. Da war mein Hirn. Das hat jetzt einfach so lange irgendwo umeinander gedrückt, bis durch Zufall irgendwie funktioniert hat. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. Diese Blöße gebe ich mir ungern, aber es muss sein. Please press F für den Real Good Girl. So, hast du uns einmal eine geschmeidige Dreiviertelstunde Zeit gespart. So, hier sind wir nun, mit der wir so sind. Sie haben nichts gesehen. Schwubbeldi, schwubbeldi, schwubbeldi. So, jetzt habe ich mein E-Pip abgeworfen. Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn jetzt wieder? Herzlichen Glückwunsch! So, jetzt ziehen wir unsere Kleider an, verstecken wir uns im Eck und im Fassel und dann ist das Spiel hoffentlich bald einmal durch. Was haben wir da? So many books. Carefully stacked and stuffed with bookmarks. Fein säuberlich gestapelt und fast überall Lesezeichen. Tales from the Treasure Box? I know that book. Oh, wenn wir jetzt unsere Mama noch finden, dann kriegen wir einen Vogel. Ich sag das, was ist? Unsere Mama ist die Besi. Plot Twist, unsere Mama ist die Besi. Oh, da ist der Kronenschmied da. Schau hier, da ist der Besi. Oh, dann nehmen wir gleich mal das Messer mit. Das ist gut für uns. Haben wir das Messer dabei? Ein kleines, gut geschliffenes Messer. Sehr gut. A butterfly? That means there must be a girl here too. Ein Schmetterling? Es gibt also irgendwo. Was ist denn das wieder? Was tut denn der Onkel Werner da rechts? Hm? Onkel Werner? Das ist schon wieder bei mir. Another monster in the service of evil. Oh, ich glaube, meine Ex-Freundin hat doch keine. Wird schnell, gehen wir wieder. Gehen wir auf. Oh mein Gott. Haben wir schon wieder so weit? Poor boy. The parasite is devouring him from the inside. Poor boy. Ja, die schneiden wir runter. Disgusting. It looks like I picked a ripe fruit. So that's how bloodthirsty butterflies come into the world. Ah. Schauen Sie mal, haben wir ein bisschen was von der Lore mitgekriegt. Offensichtlich brüten die gefangenen Kinder dann die Schmetterlinge aus, die Besen. So, jetzt müssen wir mal schauen, was da los ist. It looks like I picked a ripe fruit. Achso. Und da bin ich aber schnell. Vielleicht kommt der Alien aus. So. Oh, er ist noch nicht so ausgehöhlt. Conny, du kommst mir rein. Larvae have a vulnerability. Right now, this monster is happily sitting inside a boy, eating him from the inside out, but what if we put it inside something hot or acidic? Hat er jetzt, Moment mal, er hat doch jetzt gerade gesagt, what if we put something hot or acidic? Und sie übersetzen das mit scharfes oder saures? Hot und acidic heißt doch heiß und was Giftiges, oder? Weil mit was Saurem werde ich den Parasiten da drin nicht umbringen können. Also jetzt warte mal. Da gehen wir jetzt nochmal oben. Da müssen wir was suchen. So, jetzt passen wir an. Was haben wir da? Wir haben bloß unser geschissenes Messer. Ja, das jetzt müssen wir alle in die Tee. It looks like totally ordinary black tea. Es scheint der gängigste Schwarztee. Oh, das haben wir auch wieder ein bisschen gespart. Beim rechts sind zwar so Gefäße überm Ofen, das sehe ich schon. Können wir mal einen Schwarztee einbauen? Gib mir mal. Another monster in the service of evil. Gut, also da kommen wir nicht vorbei. Jetzt schauen wir mal, was haben wir da? Eine Teapot with totally ordinary black tea. Mit dem, da jetzt mit dem gängigsten und da jetzt mit dem häufigsten Schwarztee darin. Okay. Macht natürlich Sinn. Was haben wir da? A butterfly? That means the so many books. Da haben Lesezeichen drin. Tales from the treasure box? Da muss man einfach mal hin. No. Schauen wir mal. Alter, es gibt sogar ein Spiegelbild. Prinzen Salz, wer ist für den Resub? Schon wieder zu spät. Ab in Nachschau-Squad. Schöne Grüße benannt. Wir grüßen mal im Chat den Nachschau-Squad. Der hat auch mehr einen Gruß verdient. Man kann ja wieder ausgehen. Oh, was ist hier? Was? Warum? Oh. Okay. Wir haben schon wieder was anderes getriggert. Ich komme, oh, wandert die jetzt da draußen hin und her und kann uns wieder fressen. RTX on. Ja, Minimum. Okay, solange ich die scheiß Tierschlosser nicht noch mehr aufmachen muss, ist alles cool. Herr Bavarian Dream sagt, er glaubt nicht, dass die Seite noch fertig wird. Sagt er, ich was anderes, dann sperren wir so lange, bis es fertig ist. Sleeping. It's okay, da brauchen wir einen Schmetterling. Einen wunderschönen Schmetterling. Den kriegen wir schon. Nehmen wir halt den von drin. Was haben wir da? Alles geht. Ah, jetzt. Hat sofort einen Klick gemacht.
da. Schmetterling von drin fangen, in das fette Monster da rein da, und der soll diesen Tee heben. Rehe, bist du her, Rehe, das. So, dann haben wir Brücken. Da wird's nicht weiter. Was haben wir da? Schwammerl. Aha, können wir jetzt da was zusammenbrauen? Sehe ich das richtig? Jetzt warte mal, haben wir schon lange nichts mehr kombiniert. Ah, sechs, das gute alte Schwammerl-Kandl. Und das schütten wir jetzt dem anderen Dreckdeppen ein. Hopp, hopp. Aber wahrscheinlich müssen wir erst noch das Viech wegbringen, oder? Damit wir es heiß machen können. Dann müssen wir es erst heiß machen. Was ist denn der Tee, der nicht heiß ist? Das ist auch nichts. Tobi, wir müssen wieder ein Reset. Sehr, sehr, sehr nachgeschaut geworden. Verschlafen. So viel, wie viele Leute haben denn verschlafen? Was ist denn heute schon wieder? Cybergamer? Nein, Birger hat, heißt scharf und Acidic heißt sauer. Heißt Acidic echt sauer? Ich weiß halt nicht mehr. Ich weiß halt nicht einmal, was auf Englisch sauer heißt. Ich sag das, was ist. Das muss ich eigentlich einfach jetzt so glauben. Na, danke, wieder, das hätte ich keinen Zwickel nicht kosten müssen. Das ist, der Spiel über das falsch, man sieht einem immer von vorn. Das stimmt. Aber es ist egal, es ist ein Spielbild. Jetzt erstmal Popcorn. Der Wuchs, der weiß schon wieder, was los ist. I wonder if the larvae. Oh Mann, was ist denn hier? Das war leicht. Oh oh. Oh, ist so gut. Speiben aus. I feel like I'm being turned inside out. Ist da vorhin noch außen drin? How are you? Es ist sauer, weißt du, natürlich sauer. Ja, natürlich, ich bin ein Vollidiot, natürlich weiß ich, was sauer, weißt du. Wie geht es dir? Geht es dir besser? Maybe. I don't know. I'm shivering. Oh, my muscles are cramping. I've got stabbing pains in my stomach. Voice acting is on point. How did you end up here? Do you remember anything? Sauer, heißt sauer. Ja, was weiß ich, was ich da jetzt gedacht habe. Jetzt hat mir jetzt wieder das Hirn auf halbe 8 die 3, wie ich hab gesagt, das City heißt sauer. Säure wird's halt heißen, oder? Nicht sauer. I have no idea where I am, but I remember her face clearly. Very young. Ob es der Lord Falschaden sagt. Richtig, aber das heißt nicht, die sauer wie ein Gürtel, das ist sauer, sondern Säure ist sauer. Versteh schon. Even in her sleep. Jetzt kommen wir aber mit der Übersetzung auch ein bisschen in den Schmarrn. Noch sehr jung, aber mit einer ausdrucksstarken Spalte. Dass die ganze Zeit um eine Ex-Freundin geht, keine Ahnung. Die hat auch eine ausdrucksstarke Spalte. Zwischen den Augenbrauen. So, da. Ja, da auch. Mit Fake No Fantasy. Als ob dieses Mädchen selbst im Schlaf nicht aufhören würde, die Stirn zu runzeln. Ob das. Bin ohne Fake nur Fett am Hirn oder wenn es das so zusammen tut? She watched me behind the tree for a long time. And after that, it's all a blur. Schnell, du weiter. Her face is so close. She's reaching out to me. Ja, vom Stirnjob zum Handjob. Why not? Oh, jetzt reißt sie mir jetzt den Kopf, oder was ist jetzt? Something cold and terrifying is holding my face from behind and a little girl with a sweet smile lays something horrible on my tongue. Then there's a loud snap and it's such a strange memory. The whole world seemed to drain of color and I couldn't even close my eyes. I was just a witness, trapped in my own body. All my senses shut down until only my sight remained, and then it slowly faded away. I saw a forest and even a small river before my eyes were completely covered in a white film. Sorry, I completely forgot to thank you. Did you kill the girl? Eins von ihnen zwei, aber es war leider das Falsche, Entschuldigung. No, it seems she's gone off on her next hunt. Cybergamer, merci dir. Ja, es gibt einmal sauer, ist sauer wie Gürtelsauer und acidic ist säurig. Ja, das war jetzt die direkte, bei uns sagt halt auch keiner säurig, glaube ich, aber das war jetzt die korrekte Übersetzung. Herr Cybergamer, danke für die Aufklärung. Kuss auf die Nuss. Essigchips, LSD-Fetzer. Vollidiot. Staying here is dangerous. We need to leave. We need to leave. Thank you. I don't know how to thank you. Ja. Weißt du, was ist?
Okay, jetzt kommen wir in Schmone. Wir weiter. Aber heute waren wir eh schon. Ja. Du weiter. Schnell jetzt. Da kann jetzt hier mal den Schmerling da mitnehmen. Und den fetten Gebäudebeil da unten ins Malschirm. Ja, Frucht, immer noch Frucht. Fang jetzt mal was. Das haben wir schon gehabt. Ja, irgendwas müssen wir mit dem. Mit ihrer scheiß Missgeburt tun. Ach, da ist jetzt die Larve drin, oder was? Und wenn die da jetzt rausgekackelt, dann... Another monster in the service of evil. It might have been guarding... Natürlich hat der was Wichtiges bewacht, die zwei Gläser da. Was ist das? Jar with decorative lid. Ja, da fangen wir jetzt einen Schmetterling. Da ist auch schon... Das schaut aus wie die Holzketten. Ja, das machen wir so. Wo ist her? Ah, und da vorne ist ein Schmetterling und den lassen wir unten jetzt in das fette Viech aus und der wirft den Stor dann weg. Is it all to do with the magic jar? Or did the butterfly think I was the owner because I'm the first person she saw? Wir werden es wohl nie erfahren, es ist mir aber auch gescheit, zapfig wurscht, du. Tell mir zapfig wurscht. Tell mir, wie sehr man das. So. Jetzt eine mit dem Weh, hoffentlich frisst mir nicht. Der Türsteher. Wenn ich drüber nachdenke, wie früher im Alcatraz am Türsteher auch ähnlich ausgeschaut, ja. Oh, oh. Tu mir nix. Ich bin dein Gebieter. Komm. Gehst du mit, oder was ist das mit dir? Was du? Gehen wir mit? Oh ja. Das ist New Level Necromancy. So, was ist denn da? Hebt das Ding jetzt! Hab ich genau gewusst. Was hab ich gekommen? Ah ja, jetzt können wir in nur ein finsteres Loch haben. Super gut. Warte. Lass deinen Bodyguard. Willst du mitfliegen? Gibst du mit? Komm. Ach, wieder in so ein scheiß Loch. Oh mein Gott. Ah! Oh nein, nicht laufen. Oh Gott. Warum müssen es nicht mehr Spurspinnen sein? Das war ein Topf, ja. Lassen wir einfach einen Topf-Counter, die komplett auf die ganze Zeit. Das klingt nach großem Spaß. Oh mein Gott. Okay, wir werden alles smashen. Hab ich mich jetzt selber ausgesperrt? Toll. Ah! Oh. Ich hab mir einfach dir mir selber vor der Nase zugemacht, Kruzifix. Ja, ist gut! Okay, bevor. Okay, tschüss. Machen wir so. Ja, das ist gut für uns. Nein, da komm ich nicht auf. Oh shit, motherfucker. Da komm ich auf. Okay, kann man das zumachen? Okay, so. Dann machen wir da auf. Dann machen wir da zu. Okay, sehr gut. Das hilft uns besser. Da ist der Schlüssel. Okay, und jetzt? Curses. It's locked. Wie soll ich da? Curses. Oh, schau hier, was für ein Kack. Das wäre nicht 100, das garantiert er. Jetzt gehen wir auf die 100 zu und zwar ganz schnell. Jetzt passen wir auf. Ich kann das Viecher nicht lang aufhalten. Da ist das Schloss, ich hab's schon gesehen. Und rechts unten ist auch ein Schloss da unten. So. Ah, ich hab's schon gesehen. Nein, ich wollte oben. Ach, da ist ein Radl. Damit kann ich wahrscheinlich oben das Ding aufmachen. Ja. Und dann da oben springen. Ja, dann kann ich es ein bisschen weiter umeinander kiten. Dann ist da noch ein Leiter. Curses. Aber ich weiß nicht, wie man wieder oben kommt. Ja, gut. Ah, da werden wir jetzt oft sterben. Ja, für das ist der Depth-Counter gemacht, da werden wir jetzt, es ist sehr viel Try-and-Error. Die Frage ist, wann das Radl dran? Davor, danach? Für was brauchen wir dann die Leitern? Mach halt zu. Für was brauchen wir die Leiter? Können wir die Leiter vielleicht? Mach halt zu. Ja. So. Okay, das haben wir. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir da rauf. Dann machen wir so. Dann machen wir es zu. Zu langsam. Ja, weil ich wieder zu lang brauche zum Drehen. Da kann man nur nach links drücken. Zählt einmal jemand mit ab jetzt. Plus eins. Ab in den Chat, plus eins.
drehst, dann wird jetzt erst digital. Und dann kommen. Und los, 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 rauf. So, mach die Tür zu. Jawohl. So. Druck. Auf ihn. Tür zu. Schlüssel. Und runter. Ja. Dann. Plus 2, bitteschön. Wir schreiben da schon wieder plus 3, Geschwindner. Wer einen Scheißdreck einschreibt, kriegt einen Timeout. Los. Ja, jetzt bin ich aber ein bisschen ratlos. Sag ich dir, wie es ist. Jetzt, Moment mal, kurz, da steht ein Lortern. Wir müssen nochmal ein Topferes kennen, ich möchte wissen, was man mit der Lortern tun kann. Kann ich da einfach hingehen und die rumschieben? Das möchte ich jetzt schnell ausprobieren. So mal. Und da ist halt auch ein Schloss. Ja, zu mal. Zwei Rollen gelangen. Zugemacht. Schlüssel. Schauen wir. Jetzt springen wir oben, kommt der dann? Ja, ich kann nichts machen. Dann. Das ist auch nicht richtig mit dem oben springen. Was kann die Leute? Erst wenn er oben ist, oben springen und dann sofort wieder zudrehen, aber dann kommt er sofort wieder die Leute runter. Das Mistviech ist ja scheiße schnell. Ist das generell richtig, was ich da tue? Kann ich nicht sagen. Ja, probier das. Oh, das wird jetzt so nicht kreislich. Ich würde das so try and error so anhassen. Machen wir so. Eins, zwei, muss gelangen. Auf ihn. Zwei mal. Machen wir so. Jetzt warten wir, bis er oben ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, springen alle. Ja, und dann? Du hast Achievement gekriegt, naiv Boy. Und dann? Jetzt müssen wir ausprobieren, was wir mit der Lotte tun. Ich hab keine Ahnung. Hm. Plus 4, by the way. Aber es war schon mal, ist schon mal Fortschritt. Egal, da sterben wir jetzt, das ist mir wurscht. Curses. Curses. Ich kann an der Lotte gar nichts tun. Okay, das. Mei, was? Nimm halt das Ding. Oh. Was tue ich jetzt mit. Der kommt da halt sofort, da ist er so schnell. Der läuft dann um, haben wir vielleicht mehr Zeit dann, wenn er um ist. Hm, kann man dann mit der Lotte was tun, bevor ich runtergehe? Plus 5. Oder vielleicht nach links laufen, ja. Vielleicht ist es ein Trap, dass man nach rechts meint, man muss nach rechts laufen. Ja, probieren wir es mal nach links dann. Gute Idee eigentlich. Komm mal los. Für was habe ich eigentlich dabei? Hätte ich wahrscheinlich auch ewig braucht, bis ich da drauf komme. Oder bis ich das probiere. So. Für was aber dann die Leute da? Die ist so verdächtig. Komm, mach auf. Einen noch. Und runter mit uns. So. Jetzt machen wir so. Da. Ja. Und jetzt nach links und die Türe wieder zu. Nein, da unten. Aha! Ich schwör's dir, da hätte ich jetzt mindestens noch 5-mal weit umeinander pümmelt. 5-mal war er jetzt da umeinander pümmelt, bis ich mal nach links ausprobiert hätte. Ja, so, wie viel haben wir? Plus 5! Gib ihm plus 5! 3, 4, 5. 98G. Tobo! Merci dir! Servus, Meister der Branche Unterhaltung! Ich hab mir endlich einen PC zugelegt und kann jetzt endlich ein Lande zocken und dir gleichzeitig zuschauen. Der Dampfler stinkt. Die letzten drei Worte, das waren die wichtigen, Tobo. Merci dir.
Viel Spaß mit dem Landi. Kuss auf die Nuss. So! Ohrreinige Kackspinne! Hallo, Lars. Oh, es ist die Basic Russi Prinzessin. How do you know my name? Da hätte ich wirklich jetzt lang gebraucht, bis ich nach links laufe. Sag dir, was ist. Ich habe die ganze Zeit rechts unten die Tür mit dem Schloss gesehen und hab mir gedacht, waren wir knapp vor 100. Das wird heute nicht dreistellig! Niemals! Open the door. Why try to stave off the inevitable? Gran will soon have me untied. Und Gran. Together, we'll all go to see our mistress. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, da war der Topf. Ah, ist fast mit Map. Map! Entschuldigung. Grun wird mich schnell entwirren und wir werden zusammen zu unserer Herrin gehen. I already met two Entschuldigung! I don't think they were too glad to have met you. Pay no mind to them. They are just waste material. You have all the girls were ordered to bring you in alive and unharmed. I wonder what fate awaits me. Ja, wo sind wohl? Schmetterling würde aus deiner Goschen kommen. So schaut's aus. We do not know. Lars, we simply serve and carry out the orders of our mistress. Von Frau aus. Mhm. Okay. What's your name? Who were you before? Prinzessin, die große Schwester. My name is Sophie. I am a Miller's daughter. Well, I was. Our wonderful community began with me. Tell me about it. I want to know everything. I have nothing to hide. The mistress spoke to me in the forest around a year ago now. First, she taught me about creation and the cosmos. I finally got answers to questions that had plagued me since childhood. Questions that confounded my father. And during one visit, the mistress took me to an abandoned house where I made the first diadem following her instructions, fusing her consciousness with my own. Ja, um wir eine Diademe zusammenbaut, beziehungsweise Kronal. Ich sag Kronal. Let me free you before your mind is lost forever. Oder recht. Oh, und jetzt müssen wir gegen... Oh, oh. Oh, was ist jetzt da? Oh! Wir bringen heute eine nach der anderen um. Tobo! Hey, deine Deepfinger im Beutel. Jahresmerch, Kassenplatten! 2017, glaube ich, möchte seinen Witz zurück. Mit der Kassenplatten. Die Goodie Weedy. Was habe ich jetzt da mitgenommen? Ach, ein Schlüssel, der von Sophies gehört. Und jetzt können wir die Tür rechts aufmachen. Ja, gut, das macht einigermaßen Sinn. Ich schwör's dir, Mr. Schmetterling, wenn du nochmal in die Spinne fährst, dann scheiße der Fall für sie. Mistviech angeschissens. Grüezi Nalfeier. Frauchen. Finde ich auch ein bisschen seltsam übersetzt, ja. Mistress mit Frauchen. Über. Ja, wobei, so weit hergeholt ist es gar nicht. So, durch jetzt die Bude. Haben wir es jetzt durchgespielt? Haben wir ganz recht, sag ich dir, was ist? Kann nicht mehr, ich schwitze wie Sau. Kann man wieder irgendeinen Shooter spielen oder so? Oh, schon wieder ein scheiß Brunnen. Ist überhaupt. Fralis, 10 vor 10! Bruder, ist eh klar! Schaust 14 Sekunden nicht auf die Uhr und 2 Stunden vorbei. Du kannst mich mit dem Arsch lecken. Ja, muss ein gutes Spiel sein. Sag ich dir, was ist. Und nächste Woche fangen wir übrigens Bramble an. Der Mountain King. Das ist aber... Achtung, schauen wir mal, wie er jetzt reindüdelt. Oh, das ist aber besser. Ich muss... Oh, ein bisschen Klavier aufspielen. Das ist aber eine Waldorgel. Achtung. Da geht ja gar nichts. Kaputt. Das sind sogar Publikumsplätze. Oh, müssen wir jetzt in der Kirche rein? Nein, ich mach nicht schon wieder in so ein Gebäude. Chef, mach mich fertig jetzt. Du, ich arbeite dran. Oh, da haben wir was. Da liegt was am Stuhl. Ich hab's genau gesehen. Was ist das? Da habe ich genau gesehen, du, nicht oben. Was ist das? Holzplatte mit eingebrannten Noten auf der Oberfläche. Ja, weil ich Noten lesen kann, du Kasperl, du Fotzengrober. Opa, Pro-Tipp des Todes. Merk dir von links nach rechts die Tasten, die du drückst in Zahlen. Ich hab absolut keine Ahnung, von was du redest, aber du meinst wahrscheinlich das lustige Klavier. Okay. Es geht oben rechts oder passiert da wieder irgendwas Komisches, wenn ich da drauf drücke und es drehen sie alle gleichzeitig? Nö. Was haben wir da? Wir haben da hinten einen Ritter, Kunibert, der kämpft gegen einen roten Drachen. Gegen einen halberten. Schloss, Ding, ne? Das hilft uns nicht weiter. Was ist das da? Ja, da wird dann wahrscheinlich die Plattform runterfahren, nehme ich an. Schauen wir mal, was ist da oder so? The stained glass is blindingly beautiful. A broad spruce tree,
a fire-breathing dragon, a brave knight, and a tall tower. Striker Mike, alles Gute zum Geburtstag! Danke? Ich hab heute nicht Geburtstag, aber... Falls du Geburtstag hast, alles Gute zum Geburtstag. Messe wie ein Resub, Alter. It's a pity it's so dark here. Okay, also wir brauchen irgendwie Licht. Aber das gefällt. Und wir haben eine Tanne Drachenritterturm. Können wir mit da oder mit da drin irgendwas anfangen damit? Sehe keine Tanne, keinen Dings und keinen Turm, keine Ahnung. Was. Irgendjemand schreibt auf, wie rechts, links, auf, wie. Das tun wir jetzt. Ich tue jetzt einfach, aber auf, der dritte Punkt, auf, wie rechts, links, auf, wie. Schauen wir mal, was passiert. Und ich weiß warum. Ich sag das frei weg, ich weiß warum. Tanne zeigt nach oben, Drache zeigt nach rechts, Ritter zeigt nach links, Turm zeigt nach oben. Ich glaube, da war ich selber drauf gekommen. Ich glaube, diesmal war ich nicht komplett. Ja, hab's schon verstanden. Ich hab bloß noch nicht drüber nachgedacht. Ich sag das freiwillig, wie es ist. Und da jetzt Kerzenleuchter. Ah, Licht machen müssen wir. Ja, ist ja hier. Jetzt kann ich da jede Kerze nachkinden, oder was? Irgendeinen Sinn in welcher Reihenfolge, dass sie wieso sind. Muss jetzt da jede Kerze einzeln anzünden, oder was ist mit dir? Ist das jetzt der Ernstspiel? Oder muss ich da wieder bloß bestimmte anzünden? Warte mal. Ah. Aber welche? Ich zünd jetzt einfach mal alle an. Ist mir jetzt wurscht. Zünden wir mal alle an, schauen wir, was passiert. Da hatten wahrscheinlich 90% aller Spieler zünden erst mal alle Kerzen an. Okay. Let there be light. Ich hab fast gewusst, dass es ein Achievement dafür gibt. Die Frage ist aber... Holzplatte mit eingebrannten Noten auf der Oberfläche. Sehen wir da irgendwelche Unterschiede an den Dingen? Die Häuter schauen alle gleich aus, oben das schaut alles gleich aus. Und ich das Ding wieder hinhänge. Na, die Fackel habe ich jetzt dauerhaft dabei. Die Kerzen unterschiedlich lang. Aber auch nicht wirklich so deutlich erkennbar, dass ich. Die ist zum Beispiel ganz kurz. Machen wir mal die aus, keine Ahnung wieso. Dann schauen wir da. Oder nur die Kürzen. Das Klavier haben wir noch. Das weiß ich schon, das habe ich nicht vergessen. Ja, schauen wir mal, ob wir da einen Hinweis kriegen. Auf welche Kerzen da noch sind müssen und welche nicht. Kriegen wir schon, Kinder. Kriegen wir schon. Noten gleich Klavier. Ja, ja, das war mir auch klar. Deswegen. Steppen wir jetzt da mal ganz gemütlich raus und schauen wir uns das Klavier mal an. So, das Einzige, was ich sehe, was wir da kannten mit dieser Orgel-Dings. Mal. Ah. Okay. Was soll denn jetzt? Kann ich irgendeine. Also ohne Scheiß. Ich kann keine Noten lesen. Ich sag, das ist bis gefickt. Aber es ist auf alle Fälle. Jetzt passen wir Obacht. Man, was erinnert ich mich da noch? Das ist eine Viertelnoten, eine Achtelnoten, keine Ahnung, mit dem Schwarftroh, keinen blassen Dunst. Ist anders schon zwei verschiedene Noten da oben, dann ist es einfach ein Lauter nach unten. Oh, das weiß doch ich nicht mehr, Mann. Und das da hinten könnten Pausen sein. Und relativ hohe Noten, hä? Ich
Das geht halt nicht. Hm. Hm. 14 weiße Tasten. 40 Spreng. Okay, mitzählen. Ab in den Chat. 2, 4. 4, 9, 10. 2, 4, 9, 10. 12. 2, 4, 9. 2, 4, 9, 10. 12. Spring, das hast du noch geschaut. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. 2, 4, 9, 10, 12. 2, 4, 9, 10, 12. 2, 4, 9, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tatsächlich. Das gibt's ja nicht. So. Ah, da müssen wir. Achso, zum Kerzen ausblasen muss ich natürlich auch den Feuerstab von A Link's Awakening dabei haben. Okay. Pass auf. 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 9, 10, 12. Haben wir schon 2, 4, 9, 10, 12. Und jetzt? Es steht eh schon 100 Mal da. Ja, da steht, natürlich steht es da schon 2, 4, 9, 10, 2 oder von rechts einer. Aber das darf ja mit dem Abbild ja nicht passen. Die Frage ist, ob man jetzt vielleicht runtergehen muss und nochmal schauen muss. Feuerstab, auch Fackel genannt. Nick, das ist richtig. Aber es schaut aus wie der Feuerstab aus Link's Awakening. Das war 8. The stained glass is black. A broad spruce. It's a pity. Ja. It's so. Habe ich 8 ausgemacht anstatt 9? Zählen wir nochmal nach, ist mir jetzt wurscht. Oder war es die 8. Taste? Das kann natürlich auch passiert sein in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich probiere es nochmal. Das heißt, wir zünden die Scheiße dann nochmal an. Und machen wir die aus. 2, 4, 8, 10, 12. Oder, haben wir auch schon ein paar geschrieben, das, ich möchte jetzt bloß noch mal runtergehen und das ausprobieren, ob man es dann triggern muss. The stank, bro, it's a bit. Nein. Dann genau andersrum. Das heißt, alle ausmachen und dann 2, 4, 8, 10, 12 oder 2, 4, 9, 10, 12 anzünden. Was irgendwie keinen Sinn nicht ergibt, finde ich. Aber gut. Eigentlich brauchen wir jetzt bloß die ganze Reihe einmal durchgehen und das anzünden, was noch nicht brennt, und das ausmachen, was schon brennt. Leute, Schluss jetzt mit den Nights! Lasst mir wenigstens 5 Sekunden ein bisschen umeinander pimmeln und probieren, bevor ich wieder in den Chat einschauen muss und wieder gar nichts kapiere. Schluss! Ja, aus mit dem Schund. Aus mit dem Schund. Aus mit dem Schund. An mit dem Schund. Aus mit dem Schund. An mit dem Schund. Ein mit dem Schund. Hm. 2, 4, 8, 9, 11. Bin ich quasi einmal in allen Tasten verrutscht. Kann das passiert sein? Glaube ich euch jetzt einfach. 2, 4, 8, 9, 12. Oder 11 vielleicht. Vielleicht habe ich grundsätzlich einmal falsch gezählt. Jetzt habe ich ein Achievement gekriegt mit Dizziness. Warum auch immer. Weil ich leicht verwirrt bin.
Das ist seine. Steve-O! Von links nach rechts müssen Kerzen brennen. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14. Das haben wir aber doch schon gehabt. Du hast einen Zahlendreher drin. Das kann sein. Weißt du was? Ich höre jetzt auf den Steve-O. Ich sag das, was ist. Ich höre jetzt auf den Steve-O. Ich mache jetzt alle Kerzen aus. Bevor wir jetzt da noch fünfmal hin und her pimmeln. Für was habe ich den Chat dabei? Sag mal! Für was habe ich den Chat dabei? Wir sollen jetzt auch ein wenig das Hirncast einschalten. Jetzt mal so, jetzt machen wir noch mal alle durch. So, brennen müssen. Danke, Steve-O, by the way. Kuss auf die Nuss. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14. Habe ich mich da jetzt so krass für da? Irgendwo bin ich wahrscheinlich einmal in den Tasten verrutscht und dann passt gar nichts mehr. Tatsache! Steve-O! Dankeschön! Und jetzt werden wir wahrscheinlich die Kerze noch zünden müssen. Nehmen wir mal die Fackel jetzt mit. Braver Bub. Sauber Holzschuhe. Und auch kennt den Schund. Oh, da haben schon wieder vier Lehe. Na, die schon wieder! Aber das waren doch die Guten. Boy, can you see us? Das waren doch die Guten. Can you hear us? Freilich kann ich euch hören. Steve-O, danke dir. Hätten wir weiter wieder 14 Minuten herpimmelt, da kriegst du einen Vogel. Das nächste Mal bei sich eine Spiele, tue ich meinen Zettel und einen Stift her, das sagt der Ibis. Of course I can see you, you're everywhere. Everywhere? We didn't dare hope we could communicate with a living creature. Wenn die Guten keine Angst haben, das haben wir im ersten Teil schon gelernt. My name is Lars. I'm searching for my little sister. We know of your plight. The whole forest suffers, but we are the guardians of the forest. Since time immemorial, we have guarded our land against evil. But now we are just puppets in the claws of a sorceress. She turned us into weapons that savagely wiped out all the denizens of the forest. A sorceress? So it's not a demon? She's a human being. Or rather, she once had a human form. Aber das ist ein Schmetterling! I met her recently. In a cave. Nein, mag nicht nur mit zurück! You're lucky to still be alive. She uses boys as cocoons for her larvae, which grow into bloodthirsty butterflies. Weißt du, was ich eigentlich ganz nett finde, selbst bei so einem kleinen einfachen Spui mit so einer kleinen, also einfach ist nicht unbedingt, sondern mit so einem kleinen Spui, sagen wir es so, dass sogar die Hintergrundgeschichte noch wirklich eigentlich ganz nett ist. Mit diesen Schmetterlingen, die da im Wald in die kleinen Kinder ausbrüten und dann die Viecher steigen und so, ich finde es ganz nett. The girls used them to take over our bodies. A butterfly can easily control the mind and body of the creature it inhabits, slowly eating it from the inside out. We have already lost hope of ever returning to our mutilated bodies. All we want is to save our forest. But there is a wizard in these lands. He is already very old and we are not even sure if he still lives. 5 years ago, it was he who turned the sorceress into a monster. It was the Gargamel! But even in that harmless form, she managed to acquire dark power. And immediately after those events, the wizard fell into a deep depression. Go to him. Perhaps you are the one. So, wie lange müssen wir jetzt da noch ohne Spenden? Das hört sich für mich schon wieder an, als würde jetzt nur ein ganzes Kapitel geben, aber wir sitzen um 12 Uhr noch da. Da müssen wir noch mehr Runden spenden. Wie lange dauert die Gaudi noch? Opa, ich brauche eine Einschätzung. Oder Steve-O, oder was weiß ich, wer schon durch hat. Outside you will find a well. It is a Brunnen ist ein magisches System. Built for moving around the forest. Das heißt, ich muss in den Brunnen einschreien, dann kann ich mich so teleporten. I sense our being.
Schaust ins Ladenmenü und sechste Kapitel, stimmt. Oh, unser Treffen wird abgebrochen. You hold not only das Schicksal des ganzen Waldes! You are the only one who has come this close to find tapfere the young boy. You must see this mission through to the end. Good luck. You. Ja, da gibt's keinen. Ich hab keinen Laden-Button. Ne. Der Laden-Button ist aus! So, ich muss es im Brunnen einblären. Hashtag Überstunden schon wieder. Oh mein, oh mein. Was tue ich mit euch noch gerade? Überstunden. Da müssen wir aber mehr Likes rein smashen. Ah, was ist jetzt wieder? Nein, das Kind ist schon wieder der Herr. Scheiß, lang gewinnst. Geh doch selber in den Brunnen rein, du. Kackfrisur. Ah ja, stimmt, Dark Sky. Wie konnte ich es übersehen? Und muss ich mir das jetzt merken, was die spät? Nein. Ja, Alter, was? Okay, weißt du, was ist das für eine Art von Topf? Ein totaler Bschiss! Will mich vielleicht bloß bewegen, wenn sie spült oder eben. Nur wenn sie spült. Ich probiere mich nur, wenn sie spült. Ich weiß genau, was es hier haben, sonst ein Squid Game. Bin ich jetzt in sie reingelaufen oder habe ich. Ja, da haben wir halt über 100, was soll ich machen? Oh, jetzt habe ich zweimal gedrückt. Verdammt! Warte mal, mit lang draufbleiben kann ich einen abziehen, glaube ich. Ha! Schön, habe ich ja vorgesorgt. Ja, es ist schon so. Ich schreibe die Musik immer bekannt vor. Mir auch ein bisschen. Ich weiß nicht, an was es mich erinnert, aber. Ich hab keine Ahnung. Haben wir eh schon im Sumpf? Haben wir direkt beim. Da ist ein Frosch! Ah, ist ein Frosch? Ah, würdig, ich weiß nicht. Da haben wir einen komischen leuchtenden Stab. Das kann ich da nichts. Das kann ich da links gehen. Nein, nicht schon wieder! Mein, er kommt, Alter, aber es ist ja klar, dass er mit der 800 Depp daheim fahren. Wenn ich irgendwo hingehe, dann gehe ich einfach runter! Was? Ja, geh weiter! Was ist das? In den letzten zwei Spielen haben wir so viel Depp gefahren wie das ganze letzte Jahr nicht! Da ist auch schon wieder. Legst du mir jetzt am Arsch? Hab ich überhaupt denn was? Nein, was? Da geh ich wieder unter! Nein, da geh ich nicht rein! Geh da unter? Oh! Ich weiß nicht! Ich probier's. Da muss Blut. Ach, vielleicht. Nein, was? Kann ich da hin und her? Ach, was ist das? Also, ein paar Steine haben schon ein wenig. Da muss man nach oben und unten. Ach, geh, Kim.
Können wir blubbeln? Na was? Ach, ich kann da nur gehen, wenn's nicht blubbeln. Ach, okay. Scheiß, plus zwei. Schluss jetzt mit Donaten. Tobo! Yoda-Flash. Ja, bist du schon. Da ist überhaupt kein Blubbel. Ach komm, das sind unfaire Steine einfach. Dann gehen wir. Gehen wir um. Gehen wir unten. Da habe ich das Blubbeln nicht gesehen. Ah, oh, da blubbelt's. Ah, oh, ich weiß nicht, wo. Ah, oh, shit, da ist. Ja, komm! Ach. Plus drei. Okay, Blubbel. Blubbel, da bleiben wir jetzt stehen. Ach, ich darf da nicht stehen bleiben, weil ich langsam einsink. Okay, dann gehen wir da so hin her. Okay. Ja, ich verstehe. Weil das macht überhaupt keinen Sinn, da waren keine Blubbel und nix plus ich kapier's nicht. Vielleicht mit was anderem zum tun. Das ist ein wenig krass. Jetzt haben wir da unten einen fetten Blubbelsepp. Was, da ist nix! Da, jetzt gibt der Blubbel. Okay, komm. Ach, was ist denn für ein Scheißdreck, sag? So, schreibt mir sofort irgendjemand wieder durch, können wir sonst wie grantig und schalt aus. Der Frosch, passend zur neuen Podcast, das ist richtig. Da, Opa, was muss man tun? Was muss man tun? Sag mal's. Einfach durchlaufen. Sie fliegen. Also Entschuldigung, das ist ein totaler Scheißdreck. Entschuldigung, aber das ist die erste Stelle, die einfach nur behindert ist. Können wir da nach links vielleicht? Ja? Warte mal. Nö. Mir ist jetzt übrigens gerade scheißegal, wie viele Tipps das sind. Sag ich dir, was ist, weil sowas nervt einfach nur. Sowas ist einfach nur nervig. Das sagt jetzt hoffentlich, glaube ich, außer wir kriegen jetzt eine wunderbare Aufklärung. Jeder selber und was das Problem ist. So, auf wie oben. Auf, dann gehen wir da ausnahmsweise nicht auf, sondern gehen wir einfach geradeaus. Ah ja, wenn wir unten im Schilf stehen, dann gehen wir unter. Und wenn wir oben stehen, dann gehen wir auch unter. Hahaha, großer Spaß, lololol. Da gehen wir einfach runter, obwohl keine Blubbeln nicht da sind. Macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn! Aber gleich null. Oder kommt es wirklich auf die Spuren drauf, wo ich gehe? Ich kann nämlich da so leicht hin und her gehen. So, jetzt gehen wir da oben. Auf. Obi! Auf! Ist dein verschissener Ernst! Das ist echt verdammter Ernst! Hauser Ernst, das hab ich gefragt! Wenn jetzt da nur mal so ein Hurensohn steil kommt, scheiße und schmeiße mit meiner Scheiße. Mit meiner Linden. So, oh, da kann man sich wieder verstecken. Merke, da kann man sich verstecken. So, wie viel Dämpf braucht man? Zähne, Hilfe, ich schreibe euch die Hälfte. So, Alter, was ist das für so eine geistige behinderte Scheißsteine? Schreibel plus Hälfte. Ist mir scheißegal. Fünf gekriegt. Keine mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Keine mehr. Und das ist übrigens ein Zimmer für die geistig Behinderten. So. Wie grantig bei so einem Dreck. Was ist da? Oh Gott, der Schwammelzip. Oh, was ist das? Wie, ich muss von der abhauen durch den Sumpf durch, dann wirf ich uns ins Ecken. Oh nein, nicht gut. Ich geh mir nach links. Ich geh mir nach links, mach so. Geh du in deinen scheiß Sumpf! Wer gehst du unter, du Quamp und die Wulzau! Oh, dieser Schnuff in mich. Oh. Muss ich da wieder zurück durch den Sumpf? Nein. Ich kann da durch zwei. Ne? Oder hinter ihr weg. Ja, das war meine Idee so.
kann sie da verstecken. Aber sie riecht uns. Das ist, müsste man da öfter davor laufen. Das habe ich schon gesehen. Da wird man sie auch noch mal verstecken können. Ja, gehen wir mal noch rein. Da kann man sie auch verstecken. Aber sie riecht uns. Können wir da nicht irgendwas dagegen tun vielleicht? Was ist denn das, Alter? Das ist der Crack-Amsel. Da kann ich nicht mehr sagen Vogel. Das ist ein Vogel, Leute. Das ist einfach ein verdammter Crack-Habicht. Das ist der Heroin-Habicht, ist das da oben. Schau dir noch. Lass mich ran, dann gehen wir wieder runter. Ich flippe aus! So. Jetzt holen wir die alte Brunskaue einmal und schauen wir, was passiert. Das ist ein Koksel. Duschen kannst du dagegen. Ja, aber was hilft mir das Verstecken, wenn ich sting wie ein Viech? Ja, ist schön, jetzt kommt die alle. Aber jetzt gehen wir mal da gleich hinter den Baum schon. Jetzt möchte ich wissen, ob die direkt stehen bleibt und uns riecht. Kann ich da irgendwas tun, oder? Na, die bleibt sofort stehen und zieht uns jetzt raus. Ja, was soll ich da groß tun? Das heißt, ich muss zurück durch den Sumpf laufen. Ich kann mich nicht verstecken. Da saufen wir jetzt sowieso wieder 15 Mal. Vorher vielleicht noch irgendwas machen. Die Steckern mit den Steinen um einen sehr auffällig. Kann man mit denen irgendwas tun? Wenn's schnüffelt, Beine in die Hand, meinst du, dass man da noch das Laufen anfangen kann? Ja, aber was bringt's mir? Dann laufe ich ständig von der Alten davor. Und was tue ich dann? Jetzt mal wieder an dir klopfen, wenn ich vorbeikomme, oder was? Ja, gut, probieren wir's. Keine Ahnung. Springe, Tipps, kann man brauchen. Ich darf nicht so stingen, ja, das war meine Idee. So, jetzt pass auf, jetzt bleibt stehen, schnüffel. Ja, da kann ich nichts mehr drücken. Ich kann nichts mehr drücken, ist gut. Nein, das war's nicht. Topa! Du musst zwischen die Büsche hin und her hupfen, wenn's an dir vorbeigeht, links anfangen. Komm, ich muss mich erstmal auswählen. Opa, erstmal mäßig. Du darfst es auch in den normalen Chat einschreiben, du Zipfjahrung. Ich kann da nicht hin und her hupfen. Kann ich da. Ich kann nur eine gehen. Die bleibt ja direkt neben mir stehen. Und ganz nach links kann ich nicht laufen. Das haben wir auch schon ausprobiert. Also Zug in den Sumpf muss ich nicht nochmal. Aber ja, fangen wir zwischen die Stahl hin und her hupfen. Probieren wir jetzt einfach. Wenn es herkommt, drücke einfach mal drauf und schau, was passiert. So, Aldi kommt. Jetzt, wenn es da ist, drücke. Drück mal. Und gehen wir da rein. Und jetzt? Also gehen wir da raus. Ja, aber was hilft mir das? Oder funktioniert die Mechanik an jeder Stelle? Ah. Und jetzt, wenn ich nochmal klopfe. Vielleicht früher geht die nicht ganz nach rechts, oder was ist mit ihr? Ich denke mir schon, das mit dem Klopfen muss ich viermal machen. Das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Klar ist mir nicht, aber. Ich dachte es mir, sagen wir es so. Schmeckt uns? Eine. Wager, merci, ich habe durch, gleich kommt der Maler und dann fliegst du mit dem Fuhu davon. Oh, da ist jemand sehr alt. So, ja, sie riecht uns wieder. Und jetzt, wenn sie sich nach rechts verpisst, lauft mir gleich noch. Aber wenn ich klopfe, dann hört sie uns, oder? Ich warte, bis ganz weit weg ist, warten wir noch ein bisschen. Gib ihr und dann gehen wir hinter den Holzpfosten. Ja. Guck mal so. Ja, und Abflug! Nein, das war. Wieso kann ich jetzt nicht klopfen? Wieso geht denn da auch nach links aus, oder? Jetzt bin ich die hätte ich jetzt weg müssen.
Ja, haben wir schon gefickt. Ich muss das in einer bestimmten Reihenfolge machen, oder? Ich habe jetzt nicht klopfen können. So, nochmal gleich einmal nochmal die rechte Seite anschauen. Wo können wir uns überall verstecken? Wir haben die Stauern noch. Und wir haben das Ding noch. Und das war's dann. Beim Heroin hab ich's. Weil so eine richtige Mechanik davor von dem Ding habe ich nicht rausgelesen, sage ich jetzt ganz ehrlich. Dass die immer hin und her geht, bis sie uns riecht. Und bei dem Baumstumpf ist sowieso Scheißdreck, weil er immer nur nach links rausgeht. Und wenn die von links kommt, währenddessen wir hinter dem Baumstumpf sind, dann erwischt sie uns immer. Auch wenn wir rausgehen, wenn sie uns das Riechen anfangen. Dann riecht sie uns auch, also dann seht sie uns ja direkt, wenn wir direkt davor stehen. Rechts dasselbe Spiel wie links, Julia. Das ist richtig. Das war jetzt mein Plan. Das heißt, den Baumstumpf komplett ignorieren. So, sie schmeckt uns. Abflug. Und das die ganze Zeit. Einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. So, da riecht es uns nämlich dann nochmal. Und wenn es uns zweimal groß hat, aber nicht findet, dann läuft es davon. Es ist ein bisschen tricky. Ja, das ist ja wieder Try and Error, Cass. Das ist eigentlich, da bin ich eigentlich kein super großer Fan davon. Jetzt warten wir ein bisschen. Jetzt machen wir diesen hier. Und dann gehen wir wieder in das linke rein. Eigentlich gehen wir doch dieses Spielchen da die ganze Zeit machen. Oder muss ich das jetzt mal links und rechts? Oh. Das heißt, ich muss beim zweiten Mal nach rechts. Und das ist ja ewig weit nach rechts. Wie weit geht denn sie nach rechts? Oh. Nein, da waren schöne Rätsel bis jetzt in dem Spiel. Wie das hier. Opa, zuerst links, dann hinterm Holz, dann gleich rechts, dann stumpf. Was zuerst links, dann hinterm Holz? Was hinterm Holz? Was ist hinterm Holz, dann stumpf? Was ist denn hinterm Holz? Opa, was ist hinterm Holz? Da ist ein Baum, da ist ein Stumpf, was ist Holz? Beides ist Holz. Bist du auch improvisiert nochmal? Du musst hinter dem Baum warten. Bis so einmal komplett vorbeilauft. Mann, der ist ja nicht so ein Gaudi da. Birger, Holz ist stumpf, sorry. Ja, um Gottes Willen, nichts zu sorgen. Ich hab schon eine grobe Idee, wie es gehört. Lass es mir mal probieren. So, also beim ersten Mal haben wir links. Machen wir diesen hier. Und jetzt halt wechselst du Richtung, okay. So, da können wir ja direkt hinten nach, das ist ja wurscht. Die Frage ist, ob sie sofort umdreht, wenn ich klopfe. Weiß ich nicht. Machen wir diesen hier. Ja. Und wenn sie jetzt... Sie macht schon ein Geräusch. Ja, sie kommt schon, wenn ich klopfe. Das triggert auf alle Fälle. Dann machen wir so. Und Abflug. Okay, sie geht weinen. So. Und jetzt versteckt man. Ah, stopp. Selbiges Spiel wie da. Erst nehmen wir das Äußere. Jetzt, wenn es kommt und schnüffelt, dann gehen wir in den Stauern. Und wenn es dann nochmal kommt, dann gehen wir nochmal hinter den Baum oder was weiß ich was mit dem. So weit waren wir noch nicht. So weit waren wir noch nicht. Schnüffel, ja, schnüffel, schnüffel. Gehen wir links raus. Nein! Oh, das war knapp. So, jetzt wenn es uns noch mehr riecht. Ja, in der Bam, in der Bam. Oh, leck war das knapp. So, und jetzt geh gefälligst, verpiss dich nach links. So ist der Bravi. Dann gehen wir wieder klopfen und verstecken wir uns wieder hinterm Stumpf. Machen wir so, jetzt warten wir ein bisschen, bis hinten ist. Klopfi! Ja. Verstecken wir uns. Und dann verpissen wir uns auch links wieder. Nein, sie schnuffelt uns. Warum? Oh, nein, das ist nicht. Okay, Abflug. Abflug links in Stein. Wir können wieder, wir können eh nicht wieder klopfen. Wir müssen dieses Prozedere da nochmal machen. Kriegen wir hin? Oh, schnüffel, schnüffel und studier. Bravi. So, dann gehen wir da rein. Okay.
Schnüffel, Schnüffel. Ja. Ja, haben wir schon. Habt ihr schon durchschaut? Der mittlere scheiß Holzpfosten, der ist bloß da als Puffer und du musst die ganze Zeit hin und her. So, die Frage ist, was jetzt passiert, wenn der vierte Dingo-Fiesobstand sofort wieder daherkommt und uns umbringt. Die Scheiße mag ich nicht nur mehr machen. Warte mal kurz. Klopfi. Okay, ich kann nichts mehr tun. Zeit stirbt, du scheiß Hass-Hex! Oh Gott, das schaut nicht gut aus. Ja! Gandalf! Gandalf! Der Gandalf regelt! It's been so long since I met another der Gabba Gandalf! Mit dem Heroin hab ich! Und mit dem Crack-Bober! Medwash Kaiser, merci für den Zwickel übrigens. Servus, Birgerl. Der Berlin-Squad ist noch mit am Start. Das ist wichtig. Der ermöglicht mir sämtliche Schwulenwitze. Das ist wichtig. Medwash Kaiser, das ist aber klar, dass ihr da bleiben müsst. Ihr habt eine Verpflichtung zu erfüllen. Grüß vom Moos soll ich da ausrichten. Sagt der Maschine, grüß, gibst du mir ein Bussi aufs Kapperl. Weiß heute noch nicht seltsam genug, aber gibst du mir ein Bussi aufs Kapperl. Hashtag Kapperl-Bussi. Ab in den Chat. Es ist so lange her, dass ich an diesem trostlosen Ort einen Mann gesehen habe. Sprach Metzbusch Kaisers Mann. Oh, es ist Zeit, dass wir fertig werden. Another few moments and we would never have met. Hello, I'm... Ja, jetzt lang nur dabei. Vor allem der Metzbusch Kaiser. Damit habt ihr rechnen müssen. Guten Tag, ich bin Frodo Beutlin mit dem grauen Schieberling. Boy, I have an unspoken agreement with the locals to maintain peaceful relations with them. The entire swamp is full of vile, soulless creatures. One of which just tried to catch you for its dinner. Sorry. Never mind. Sometimes you need to remind these beasts who rules the swamp. Why did you choose to live in swamp such an awful place? I wanted to be alone. The natural surroundings here act as a barrier against the outside world. But by some miracle, you managed to reach my house. I presume you have not come to these grim parts for no reason. I came to ask for help. The sorceress you turned into a butterfly has gained power and has possessed my sister's mind. She wants to destroy the whole forest. The spirit said that only you can stop her. I couldn't back then, and I won't be able to this time either. What no langsam unerregt rückwärts, so wie Margot denkt. My beautiful daughter, who was so capable from such a young age, is the butterfly. It all began when she was a child. Ja, Kim Gandalf, Alter, Kim, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, das ist ein Wahnsinn. Waldspaziergang, Wölfen zerfleischen, sie wurde von einem Jäger gerettet, der durch ein Wunder vorbeikam. Dieser Vorfall veränderte sie sehr, sie hasste den Wald und schwor, alle seine Bewohner in schrecklicher Qual zu vernichten. Wir kommunizierten nicht mehr, sie verbrauchte ihre ganze Zeit damit, dunkle Bücher zu lesen und Zaubersprüche zu erfinden. Die Zeit verging und für einen Moment, so schien es mir, hatte mein Mädchen ihre schrecklichen Gedanken vergessen. Sie heiratete, bekam Kinder, als der Wald sie wieder daran erinnerte. Ihr Sohn wurde von einem Bären angegriffen. Der Bär verletzte sie nur leicht. Entschuldigung, aber es war genug, um das Böse zu wecken, das in ihr verborgen war. Als ich dies bemerkte, wusste ich, dass ich handeln musste. Vergab es ein Lesen, ein bisschen mehr lesen wieder kann ich. Es gab nichts zu tun, als meine Tochter in ein harmloses Wesen zu verwandeln wie ein Schmetterling. Sie hat sie als Kind so sehr geliebt. Und danach, als sie ihren magischen Käfig zu sperren, der sie von allen ihren dunklen Käfen befreit und ihren Namen kommen, verlorene Seelen, Frieden gibt, Punkt, 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 für immer. Ich war nie wieder in der Lage, kommen, den Käfig zu öffnen, Punkt, Punkt, Punkt. Ich fühle mich nicht wohl bei ihrer Geschichte, Punkt, Punkt, Punkt. Bewöhne. Habe ich Bewöhne gesagt? Aber das bedeutet, kann man also den Käfig noch haben und wir den Wald retten können? Fragezeichen. Ja, ich habe es noch, Punkt. Du musst den Käfig daneben öffnen und der Rest passiert von selbst, Punkt. Da war gar kein Punkt. Da! Haben wir es jetzt bald? Do you know? Weißt du, komm, wo meine Tochter jetzt ist? Ich begegne sie in einer Höhle. Kein weiteres Wort, komm, denk an diesen Ort und konzentriere dich. Ist es der Abspann? Kommt nur ein Teil oder ist es der Abspann? Weil wenn ich jetzt einen Abspann kaputt mache, dann bin ich wieder Arschloch. Mr. Dream!
Ich will ja nicht meckern, aber wir haben 10:30. Was gibt's da zu meckern? Wir können ausschalten, okay? So, der Bavarian Dream hat ein Problem damit, dass es schon 10:30 ist. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Wir spielen dann am Freitag vor Uncharted 4 weiter. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Schlafst du? In die Höhle müssen wir hinein. Oh, das war überhaupt nicht der Bavarian Dream. Hoppala! Das stimmt. Achtung, nehmen wir alles wieder zurück. War gar nicht der Bavarian Dream. Ich habe das in meiner Listen vertauscht. Das war der Wulfric. Danke, Wulfric. Tschüss. Entschuldigung, Bavarian Dream. Wulfric ist schuld. Hab ich mich vertan. Was war denn jetzt das? Du, Birgit, da ist ein bisschen Pip an deinem Klebebandel. Ja. Und ein bisschen Lett, nein. So. Teil 3 gibt's auch noch. Den spielen wir natürlich auch noch. Vielleicht nicht direkt danach, aber den spielen wir auf alle Fälle. Das ist ja klar. Der ist auch nicht auf 2 Metern fertig. Ich glaube, da werden wir 3-4 Mal brauchen. Da werden wir 3-4 Streams brauchen. Das ist ein schöner Lückenfüller für das Sommerloch, das kommen wird. Birgit, hast du jetzt mitgekriegt, dass das unser Opa war? Ja, ja. Oh, der Papi! Tschüss, Papi! Das muss ich bloß laut dir einschalten. Das ist jetzt, ist das der Abspann? My boy, you have returned. It's so wonderful to see the whole family reunited. Father, what's going on? Er ist ja ein Bavarian Wulfric übrigens. My son, we thought your poor mother died. Ha! Es sieht da durch, ist ja die Schmetterling ist ja seine Tochter. Wenn der Gandalf unser Opa ist, dann ist sie tatsächlich unsere Mutter. Hab ich recht gehabt? She took on a different predicted form, bitch. But even in this incredibly fragile body, she was able to find us and reunite our family. Lars, look at the amazing crown we prepared specially for you. Die mag ich nicht haben. Schleit mit dem Schund. Long enough rolling in the dirt with the rabble, my boy. Now the time has come to rule. Du hast früher auch am Lehrer gesagt, wenn er das Haus hier aufgeben vergessen hat, oder? Ja, genau, da war ich der Erste. Deswegen bin ich in der Schule ja immer so oft verprügelt worden. Genug des Herumtreibens unter den Bürgerlichen. Mein Junge, es ist Zeit zu reagieren. Mother. Zu regieren, Entschuldigung. But all these Mother. Killings, Mother. It's madness. The girls are only cleansing the forest of its blight. I need a clean slate, on which we can build our wonderful new world together. Ja, Moritz, jetzt ist Laternending auf dann. Mother, forgive me. This cage is for you. Son, put the cage down. Du siehst da im Hintergrund einen Schatten von einer Frau und von einem Mann mit Krone. Gut, der Mann mit Krone kann natürlich unser Vater sein, aber das andere ist ja eine erwachsene Frau als Schatten da. Papa, please, wake up. We're not killers. Brother, don't do anything foolish. I don't want to lose mother all over again. You don't know what you're doing. Our mother is gone. Was? Ah, keine Gewurstel da! Natürlich, eingesperrt mit dem Rindviech! Gibt's zwei alternative Enden, dass man's zweimal durchspielen muss? Sag ich das richtig? Put that cookie down! Jetzt mach zu die Bude! Schluss jetzt mit dem Krampf! Da! Da! Ich sag, das ist noch nicht gut. Da! Das war also ein sehr abruptes Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab nicht damit gerechnet, dass ein Gandalf seine Ansage so dermaßen langsam ist, dass ich es schneller vorlesen muss. Hey, der Herr Irlacher. Der Herr Irlacher erinnert sich aus einem Satz aus meinem allerersten Zeugnis. Birger konnte es nicht lassen, anderen Kindern etwas anzutun. Punkt. Das ist übrigens keine Lüge. Thank you.
sehr, 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 sehr. Letzten Speicherpunkt laden und das andere Ende anschauen. Das tun wir noch, weil es mich nämlich auch interessiert. Es ist wirklich ein alternatives Ende anscheinend. Jetzt pass auf, nehmen wir das letzte Kapitel. Das schauen wir uns jetzt schnell an. Da gehen wir jetzt nicht mehr rein. Ich drücke aber die Texte weg. Ja? Das Gelaber schauen wir uns jetzt nicht mehr an. Das wäre jetzt schon, was passiert, wenn wir einen Käfig nicht aufmachen, sondern zulassen. Ansonsten grandioses Spiel. Wie lange haben wir gebraucht? Ungefähr so 5 Stunden? Ja, so 5 Stunden ungefähr. 2. Ernsthaft, ich meine, am Anfang ist immer rumgepimmel und umeinander, aber wenn wir dann mal drin haben, so 4 Stunden. 4,5 Stunden, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt gehst du her. Der Scheckhand schreibt aber dritt, Alter. Du bist ein bisschen spät dran. Haben wir schon fertig. Aber halt doch zurück so. Weg mit dem Schund! Weg mit dem Schund! Ja, ja, bla 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 bla. Alles bla bla, das macht gar keinen Sinn und jetzt kriegen wir. What is that strange cake? Yeah, yeah, strange cake. Papa, please. It's the Nicholas cake. Don't do any. You don't know what you. So, und jetzt lassen wir zu, hä? So, und jetzt schauen wir, was passiert. Mother, will I forget who I am? Oh. Don't be afraid, my son. You will not forget yourself. Let me help you become older and wiser. Mama, I missed you. My little one, come over to us. Prinzessin haben wir eh umgebracht, tut alles eh wurscht. Kaputt gemacht und geh, was ist denn Gandalf? Oh oh. Okay. Jetzt haben wir wieder reunited. Oh, Achievement haben wir gekriegt. Darkseid. Habe ich vorher auch Achievement gekriegt fürs Durchspielen? Also ja, ich habe eins gekriegt, aber ich habe es leider nicht gelesen, wie es heißt. Ja. Braucht's das? Also ich habe sehr viel Positives für dieses Spiel. Es gibt ein paar Stellen, die sind eher lästig als cool. Muss ich ganz ehrlich, wie die Sumpfstelle jetzt da am Schluss ist ein bisschen... Braucht's das? Das ist wirklich bloß Try and Error und so. Wenn Try and Error, dann nur so, dass man es auf den spätestens 3. oder 4. Versuch hat. Aber das ist dann die Arbeit nicht wert. Da investiere ich die Arbeit in dieses Try and Error-Konstrukt eher in ein cooles, nachvollziehbares Rätsel, wo finde ich auch ein paar dabei waren, die waren schon... Die waren schon schwierig, außer zum Beispiel, so mit den 4, 8 und 6 Speichen und so. Und im Großen und Ganzen, kriegt es einen 9 von 10. Eigentlich genauso wie der erste Teil. Und da waren sie die einzigen negativen Sachen, sind die Try-and-Error-Sachen und ein paar Sachen, die absolut weit hergeholt sind. Aber ansonsten sind das richtig, richtig, richtig nette Spiele. Richtig nett. Und den dritten Teil werden wir auch noch spielen. Nicht heute, aber demnächst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wir haben wieder einmal ein wunderschönes Spiel abgeschlossen. Es ist immer schön, wenn wir Spiele fertig spielen und nicht ein bisschen anfahren und dann irgendwann wieder aufhören. So, jetzt müssen wir da alles damit zumachen, damit die Muse nicht so beschissen laut ist. So, bevor Sie wieder alle schleiern, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wenn es euch gefallen hat, ist es wichtiger denn je. Leave a Like-Button. Da ist nichts dabei, der kostet nichts, der ist in einer Sekunde erledigt. Smash the fucking Like-Button. Dankeschön, das würde mich freuen. An alle Leute, die vielleicht neu dabei sind, aktiviert die verfickte Glocken. Ich stream jeden Montag und jeden Mittwoch immer sicher, relativ sicher, ich bin in einem Urlaub oder in der Sommerpause im August, am Montag und Mittwoch um 20 Uhr. Diese Woche sogar am Freitag übrigens. Spermann schautet 4 weiter, um ein paar Meter zu machen, damit wir mir da in die nächste Woche und übernächste Woche dann fertig werden. Was hat das Spiel gekostet? Ich habe es im Bundle gekauft, Teil 2 und Teil 3 hat 10 Euro gekostet. Also hat das Spiel 2 Euro gekostet und der dritte Teil, der kommt noch. Der ist noch ein bisschen länger wie jetzt der zweite Teil, also ungefähr 3 Streams. Und hat auch 5 Euro gekostet. Also nichts, also ein Witz, ganz ehrlich. Für 4-5 Stunden Rätselspaß, lieb gemachtes Spiel, kleines Entwicklerteam, das sich da wirklich Mühe gibt. Das ist absolut in Ordnung für 5, beziehungsweise normalerweise, glaube ich, kostet es 10 Euro.
Steffi, hauen Sie sich hin. Gute Nacht. Merci fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Waffeltrage, die habe ich übersehen. Hey Birger, hast du schon mal Horizon Zero Dawn geschaut? Ja, das haben wir sogar schon mal gestreamt. Ich weiß gerade nicht. Da kommt dann im März der Nachfolger auf Steam. Das weiß ich schon, aber das ist einfach wieder dasselbe 0815 Woke Open World Bullshit Schinken, auf den ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da rühre ich die Steine Open World, da ist nichts Besonderes. Das war auch nicht recht groß im Gespräch, das Spiel. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht so wie der erste Teil. Stickt mir überhaupt nicht. Ist auch nichts für einen Stream, glaube ich. Das ist da, hundertprozentig ist das wieder eine Lord-Hauptstory 40 Stunden. Hundertprozentig. Leider. So ein bisschen. Mama Motte, die habe ich übersehen. Danke für den Resub. Du hast früher auch im Also nein, das habe ich doch nicht übersehen. Das lese ich nicht nochmal vor. Fun Fact! Wenn man da den Like-Token drückt, bekommt man 10% weniger Karte beim nächsten Suff-XP. Das ist richtig. Das stimmt. Und wer nicht sauft, der kann sie dann, weiß ich nicht, der kann es weitergeben. Indem das Video teilt. So, jetzt ist 20 vor Ewig. Schleichen wir uns. Beim Horizon Zero Dawn Nachfolger versammst nichts. Den Eindruck habe ich. Da reden deutlich zu wenig Leute drüber. Deutlich zu wenig. Tobi! Einfach mal so, weil du guter bist. Das ist zu viel und du weißt es. Und über den YouTube-Superchat schon geil. 5x2! Scheiße dir ins Trötchen hinein. Tobi, merci dir. Das ist zu viel und du weißt es. Dankeschön und zu viel des Lobs vor allem. Also, sorry, die Spiele unter 8 Euro. Bin ich froh, dass ich in der Arbeit WLAN habe und den Stream schauen kann. Beste 2 Stunden in der Arbeit. Mr. Nick. Es ist schön, dass ich die Spätschichtler in der Arbeit ein bisschen schöner gestalten kann als den Bullshit in der Spätschicht. Ist aber meistens auch nicht viel dabei, weil wenn man so ein Video schaut, wo einer 2 Stunden lang scheißt, dann ist es auch wahrscheinlich besser als die Spätschicht. Hör mal das Lied noch, please. Was für ein Lied? Danke fürs Lesen. Master Chief, was? Danke fürs Lesen. Also, jetzt wird sich schon bedankt, wie ein normaler Chat lese. Meinst du jetzt? Ich habe hier gute Nacht, der Chat, der Bürger, Herr Colin, hauen Sie sich hin, gute Nacht. Weißt du das eigentlich jetzt, warum die Orcas Helche fressen? Nein, ich habe doch Zeit gehabt, bis Micke. Herr Langreiter, schreib's uns rein, sag's uns. Ist mit Sicherheit ein riesen Drumblätsinn. Oder? Schmetterling-Team, scheiße. Wir haben jetzt kein Lied, aber sonst wird der Stream wieder geclaimed. Da wird wieder 3-Stunden-Stream geclaimed, wegen 10 Sekunden Musik hören. Das darf man nicht. Servus, muss jetzt eine Nachtschicht. Oli, müdes Grau muss eine Nachtschicht. Was ist denn mit einem fucking Nachtschicht? Ihr müsst mal das Schichteln aufhören, das ist ein Wahnsinn. Kannst du vielleicht Baby Yellow spielen? Was ist das? Ich hab Steam gerade noch offen, ich schau, was das ist. Wenn ich es in Steam direkt finde, was ist das? Baby Yellow. Was ist das vielleicht? The Baby in Yellow? Isabella, was ist da los? Meinst du, wie viel? The Baby in Yellow ist ein Early Access Spiel. Du hast einen neuen Babysitter-Job und die Dinge laufen langsam aus dem Ruder. Fütter das Baby, lies ihm eine gute Nachtgeschichte vor und versuche ja nicht in seine Träume zu fallen. Wie lange behältst du die Kontrolle? Meinst du das? Was ist das? Soll ich da auf ein Baby aufpassen? Das klingt dann nach einem Job für mich. Such dir mal einen anständigen Job. Das hat sogar, wann ist denn das erschienen? Letztes Jahr im Mai. Weißt du was, ich tue es mir auf die Wishlist. Wo ist denn das? Wo ist Wishlist? Ich tue es mir Wishlisten. Das schaut nämlich nach einem riesengroßen Blödsinn aus. Schaut mir, warum ist denn da ein Baby in die, was zur Hölle ist denn das wieder? Ist das ein Rätselspiel oder ist das ein schaut ein bisschen nach einem Horrorspiel aus, ein bisschen. Schauen wir mal. Dir zuzuschauen ist wie 2-3 Stunden Urlaub. Dankeschön. Weil du so richtig schön sägst. So, ja, schau hin, da ist jemand, der ist noch behinderter wie ich. Nice. Kriegst von mir den Daumen. Weil die Elche addieren von Insel zu Insel schwimmen, das was fressen können und unterm Weg, wenn es hintau, selten von Orcas gefressen. Also es gibt irgendwo Inseln, wo Elche übers Wasser die Insel wechseln und... Wieso fangen jetzt einfach mit der Tono vom Baby in Yellow? Scheiß Video läuft seit 1,5 Minuten. Super, komisches Baby in Gabe. Gabes Baby hat sich wieder vor oben so und da gesorgt. So schaut's aus.
Hat das nicht der Henno gespielt? Das weiß ich nicht. Also ich kriege einen Henno mit. Der hat, glaube ich, momentan auch so ein bisschen einen Shitstorm am Sack. Ich weiß nicht warum. Aber ich schaue einen Henno nicht aktiv. Ich weiß nicht, was der schon alles gespielt hat. Der hat wahrscheinlich schon alles gespielt. Der Mann ist Fulltime-Todes-YouTuber und hat eine Firma mit 300 Leuten, die nichts anderes tut. Und ein Pro-Gamer-Team. Und jetzt streamt er wieder. Und das, glaube ich, scheint den Leuten nicht so gut zu gefallen. Und keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Beste Unterhaltung auf tiefstem Niveau. Bernie Crosetti habe ich alle vorgewarnt. Ich warne euch immer wieder vor. Ah, das wird die unterirdischste Scheiße, die du jemals abonniert hast. Los geht's. Sonntag, Ruhetag, dein schöner Witz vom Anfang. Ich sag das jetzt, das ist die Listen gehe ich halt nicht durch. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich für diese Liste. Und jetzt ist 3:15 und jetzt schleichen wir uns in das Bett hinein. Es war mir, wie immer, jeden Montag und Mittwoch ein Fest. Wir sehen uns diese Woche am Freitag, nicht vergessen, 20 Uhr, Uncharted 4. Mal nochmal extra 2 Stunden hineinzocken, damit wir ein bisschen weiterkommen. Und dann übernächste Woche am Montag fertig werden. Oder am Mittwoch, das weiß ich noch nicht. Und nächste Woche ersetzen wir mal an Creepy Tale. Da kommt noch nicht direkt Creepy Tale 3. Ich mag mich ja nicht abspulen dran. Sondern mir, scheiße, das habe ich schon wieder vergessen, Bramble, glaube ich, was? The Mountain King. Das ist sowas wie Little Nightmares. Und ist auch auf 1, 2, vielleicht 3 Streams vorbei. Das werden wir noch ein bisschen reinzwirbeln. Abgesehen davon habe ich noch Bock, dass wir ein Lego-Projekt machen, diese Saison. Die Saison endet übrigens Ende März. Da wird dann Zeit umgestellt und dann ist es während dem Stream schon wieder hell und am Wochenende um 8 Uhr ist dann auch schon wieder hell und so. Und da sitzen wir dann am Wochenende nicht mehr so oft her und streamen, schon ab und zu, aber bei weitem nicht. Ich sage mal, ich glaube, ich habe es über den Winter ganz gut hingekriegt, dass ich alle 2 Wochen im Schnitt ungefähr einen Wochenendstream einhau mit Ansage, weil wenn ich es nicht so sage, so, ja, vielleicht sehen wir uns am Wochenende, wenn dann Freitag auf die Nacht ist. Oh ja, keine Ahnung, leg dich auf Couch, leg mir am Arsch. Das glaube ich ist auch nichts. Deswegen kündige ich es lieber an. Das glaube ich habe ich im Winter ganz gut hingebracht, dass wir da öfters mal am Freitag hauptsächlich streamen. Und dann sollte das schon passen. Ja, Bramble schaut ganz lustig aus wie Little Nightmares. Da habe ich auch Bock drauf. Dann wird nächste Woche Bramble Uncharted fertig spielen und am Wochenende einen gemütlichen Lego-Stream. Da habe ich mir vorgestellt, da gibt es so einen. Also Lego selber kauft man sowieso nicht. Bei uns heißt der Nippelklötze-Stream. Ja? Nippelklötze, wichtig. Und da gibt es so einen Mold King, da haben wir auch den Tigerpanzer gebaut. Gibt es so einen kleinen, ich habe mir gedacht, vorhin mal so eine Mischung aus normal was zusammenbauen und Technik. Da gibt es einen kleinen Roboterhund. Und der hat 930 Teile, glaube ich. Pro Stream schaffen wir immer so grob 400-500. Das heißt, der genau passen für 2 Streams noch, bis halt Ende März. Und der kann dann gehen. Und dann haben wir nicht den Betty Mai und den mag ich noch basteln und das machen wir gemütlich am Wochenende. Das ist auch immer ganz nett. Ja, ist natürlich nicht für alle was, das ist mir auch klar. Aber der Kniegel 2000, absolut richtig sprengen. Den bauen wir dann noch ein Soundmodul ein, dass man das Handy, dem stecken wir dann das Handy ein und dann kann man mit dem Ding durch die Wohnung laufen. Das ist eine gute Idee. Kriegen wir schon hin. So, und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad, schöne Grüße an unsere Lieblingsnachbarn in Österreich und an unsere zweiten Lieblingsnachbarn in Österschweiz. Ein Schweizer noch da, wo ist denn? Wo ist denn Mr. DM zum Beispiel? Da weiß ich, der ist aus der Schweiz. Weil sonst aus der Schweiz, wo haben die Schweizer wieder alle? Woher weiß ich nicht. Haben ein bisschen weniger bei D3. D3 sind mittlerweile fast 20% in dieser Community. Schon narrisch. Man, ich darf sich dann der Bayern-Squad wieder ein bisschen losstrengen. So ist es nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen. Kuss auf die Nuss. Danke für die ganzen Donations. Das ist halt wieder aus irgendwelchen Gründen völlig aus dem Ruder gelaufen und keine alte Sau weiß warum. Vielen lieben Dank dafür. As always. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Da waren halt auch ein paar dabei. Danke für die alten Mitgliedschaften. Triple F für die Moderatoren. Und zum Schluss ein gutes altes. Ein gutes altes Hashtag CrackBobber. Hashtag Hasch hab ich, das war der Heroin hab ich, aber Hasch hab ich, das ist auch gut. Und ein gutes altes Hasch Pustpudé. Und das allerbeste Hashtag Schedrapse, damit nichts passiert. Und wir sehen uns am Micke mit, fuck, wie heißt's? Ich kann mir nicht merken, wie es ausgesprochen heißt. Survivor Blub irgendwas. Survivor am Schluss. Deep Rock Galactic Survivor, sowas. Schauen wir zum ersten Mal im Design, so eine kleine Indie-Perle ist momentan ein bisschen gehypt und es glaube ich schaut ganz witzig aus. Schauen wir mal, ob wir da was zusammenkriegen. Und jetzt schleicht es euch. Micke, 20 Uhr, bis dahin. Hashtag Strapse, Hashtag Crack. Hab ich. Oh, wir brauchen noch einen Schlussstand-Battle.